begrüße Sie, liebe Zuschauer, zu der Telebühne Andorra. 22 Mal Telearena, heute Abend das erste Mal Telebühne. Was will Telebühne? Zuallererst, sie will eins nicht. Sie will nicht etwas radikal Neues, sondern sie will im Gegenteil eine Idee weiterführen, weiterentwickeln, die gut ist und die sich bewährt hat. Eben die Telearena-Idee von einer Kombination von Stück einerseits und Diskussion über die Probleme, die in diesem Stück enthalten sind, andererseits. Damit bleibt im Grunde genommen sehr vieles beim Alten. Neu ist an der Telebühne, dass man nicht mehr in der Telearena ein Einzelproblem herausgreifen, das isoliert betrachten und quasi ein Stück dafür in Auftrag geben, sondern dass wir uns abstützen in der Telebühne auf eigentliche vorgegebene Theaterstücke, Stücke der Literatur, die eine Grundfrage der menschlichen Existenz zum Inhalt haben. Und dass wir wettet, ausgehend von diesen Theaterstücken, den Problemkreis, und das ist der Ehrgeiz der Telebühne, den Problemkreis weiterziehen und die Problemstellung versuchen zu verteufeln. Damit ist auch gesagt, dass das ein sehr ehrgeiziges Projekt ist, ein Wagnis, ein Experiment. Und ich möchte auch an dieser Stelle schon all die Zuschauer hier im Studio und daheim um Verständnis bitten, die vielleicht ein bisschen enttäuscht werden sein, weil der Abend nicht ganz so wird verlaufen, wie sie das erwarten. Die Telebühne hat im Sinne dieser Problemausweitung für 1980 ein grosses Generalthema. Das Thema Aussenseiter. Konkret umgesetzt auf den heutigen Abend, auf das heutige Stück, heisst das, wir wollen heute Abend diskutieren über den Juden, über unsere Beziehungen zu den Juden, über den Antisemitismus. Aber wir sollten in dieser ganzen Diskussion immer auch spürbar machen, spürbar werden, dass der Jude heute Abend in dieser Diskussion stellvertretend steht für einen Repräsentant von irgendeiner Minderheit, seien das nun die Homosexuellen, die Strafgefangenen, die Drogenabhängigen, die Neger oder irgendeine andere sogenannte Randgruppe unserer Gesellschaft. Das ist unser ganzes zentrales Anliegen. Ich möchte auch an dieser Stelle all den Zuschauern danken, die im Fernsehen auf den Aufruf hin geschrieben haben. Die Briefe haben sehr viele Anregungen enthalten und einige von diesen Briefschreibern sitzen auch heute Abend hier im Studio und ich hoffe, dass es eine interessante, lebendige Diskussion wird. Ich glaube, es ist jetzt aber Zeit, dass wir uns im Stück zuwenden, im Stück Andorra von Max Frisch und ich glaube, wir sollten das jetzt miteinander anschauen oder besser würde ich eigentlich sagen, schauen wir uns ein Stück vom Stück an. Ich wünsche Ihnen in dem Sinn einen intensiven Abend. Wenn du nicht die ganze Zeit auf meine Waden gaffst, dann kannst du ja sehen, was ich mache. Ich weißle. Und was macht ihr Soldaten? Ihr lungert in allen Gassen herum, eure Daumen im Gurt und schielt uns in die Bluse, wenn eine sich bückt. Ich weißle das Haus meines Vaters, weil morgen St. Georgstag ist. Ich bin verlobt. Hat er eine Hühnerbrust? Wieso? Dass du ihn nicht zeigen kannst. Lass mich in Ruhe. Vom Ringlein sehe ich aber nichts. Ich bin verlobt. Und überhaupt, dich mag ich nicht. Also du magst mich nicht? Nein. Das hat schon manch eine gesagt. Aber bekommen habe ich sie doch. Wenn mir ihre Waden gefallen. Und ihr Haar. Und ihre rote Zunge. Wo ist deine Kammer? So gefällt es mir, Bablin. So gefällt es mir. Wir werden ein weißes Andorra haben, ein schneeweißes Andorra. Wenn man bloß kein Platzregen kommt über Nacht.
Das saut euch jedes Mal eure Tünche herab. Schneeweiße Tünche. In eurer schneeweißen Kirche. Wenn man bloß kein Platzregen kommt über Nacht. Was hat der hier zu suchen? Ist's wahr, Hochwürden, was die Leute sagen? Sie werden uns überfallen, die Schwarzen da drüben, weil sie neidisch sind auf unsere weißen Häuser. Eines Morgens werden sie kommen, mit 1000 Panzern und mit Fallschirmen wie Heuschrecken vom Himmel herab. Wer sagt das? Der Soldat. Dann wird jeder, der ein Jud ist, auf der Stelle geholt. Man bindet ihn an einen Pfahl, sagen sie. Man schießt ihm ins Genick. Ist das wahr oder ist das ein Gerücht? Was hältst denn du für Reden? Vater ist nicht zu Haus. Ich hätte es mir denken können. Warum trinkt er so viel in letzter Zeit? Und dann beschimpft er alle Welt. Ich weiß nicht, was Vater in der Pinte redet. Er sieht Gespenster. Bablin, haben sich hierzuland nicht alle entrüstet über die Schwarzen drüben, als sie es trieben wie beim Kindermord zu Bethlehem und Kleider gesammelt für die Flüchtlinge damals? Ja. Er sagt, wir sind nicht besser als die Schwarzen drüben. Warum sagt er das die ganze Zeit? Die Leute nehmen es ihm übel. Das wundert mich nicht. Ein Lehrer sollte nicht so reden. Und warum glaubt er jedes Gerücht, das in die Pinte kommt? Kein Mensch verfolgt euren André, noch hat man eurem André kein Haar gekrümmt. Ich sehe, du nimmst es genau. Du bist kein Kind mehr. Ich bin ja 19. Und noch nicht verlobt. Ich hoffe, dieser Soldat hat kein Glück bei dir. Nein. Der hat schmutzige Augen. Wir sehen uns morgen, Bablin. Sag deinem Vater, St. Georg möchte ihn nicht betrunken sehen. Oder sag lieber nichts, sonst tobt er nur, aber hab Acht auf ihn. Wo ist mein Hut? Ein schwüler Abend. Ich glaube, es hängt ein Gewitter in der Luft. Dabei sehe ich keine Wolke am Himmel. Aber man spürt so eine trockene, faule Stille. Ja, ich glaube, es hängt ein Gewitter in der Luft. Schweres Gewitter. Im Land geht's gut. Ich sagte 50 Pfund. André! Es handelt sich um meinen Sohn. Um meinen Pflegesohn, meine ich. Ich sagte 50 Pfund. Wieso will er gerade Tischler werden? Tischler werden das nicht einfach, wenn es einer nicht im Blut hat. Woher soll er es im Blut haben? Na, ich meine bloß. Warum nicht Makler zum Beispiel? Warum nicht geht er zur Börse? Ich meine bloß. Woher kommt dieser Pfahl? Ich sehe keinen Pfahl. Ist das ein Pfahl oder ist das kein Pfahl? Warum soll das kein Pfahl sein? Das ist nicht zum Lachen, Prater. Sie wissen genau, was ich meine. Sie sehen Gespenster. Ich sehe, was da ist und ich sage, was ich sehe. Und ihr alle seht es auch. Ich muss gehen. Ich habe gesagt, 50 Pfund. Das bleibt Ihr letztes Wort. Ich feilsche nicht. Prater. Das ist Wucher. 50 Pfund für eine Tischlerlehre, das ist Wucher. Das ist ein Witz, Prater, das wissen Sie ganz genau.
Ich bin Lehrer, ich habe mein schlichtes Gehalt. Ich habe kein Vermögen wie ein Tischlermeister. Ich habe keine 50 Pfund. Ganz rundheraus, ich habe sie nicht. Dann eben nicht. Ärger. 50 Pfund. Für eine Tischlerlehre. Ich hab's gehört. Man soll sich nicht ärgern über seine eigenen Landsleute. Das geht auf die Nieren und endet die Landsleute gar nicht. Natürlich ist es Wucher. Die Andoraner sind gemütliche Leute. Aber wenn es ums Geld geht, das habe ich immer gesagt, dann sind sie wieder Jud. Woher wisst ihr alle, wie der Jud ist? Woher eigentlich? Ich habe nichts gegen deinen André. Wofür hältst du mich? Sonst hätte ich ihn wohl nicht als Küchenjungen genommen. Habe ich nicht bei jeder Gelegenheit gesagt, André ist eine Ausnahme. Wer hat diesen Pfahl da aufgestellt? Ja, wo? Ich bin nicht immer betrunken, wie Hochwürden meinen. Ein Pfahl ist ein Pfahl. Jemand hat ihn aufgestellt, von gestern auf heute. Das wächst nicht aus dem Boden. Ja, vielleicht das Bauamt. Was weiß ich, das Straßenamt. Irgendwo müssen die Steuern ja hin. 50 Pfund will er. Ich werde sie beschaffen. Ja, aber wie? Irgendwie. Land verkaufen, irgendwie. Wie groß ist denn dein Land? Wieso? Ich kaufe Land jederzeit. Wenn es nicht zu teuer ist. Ich meine, wenn du Geld brauchst unbedingt. Na, überleg es dir in aller Ruhe. Aber mehr als 50 Pfund kann ich nicht geben. André! Vater. 50 Pfund für eine Lehre. Wieso bist du nicht an der Prozession? Du hast versprochen, Vater, nichts zu trinken am St. Georgstag. Die Andoraner sind gemütliche Leute. Aber wenn es ums Geld geht, dann sind sie wie der Jud. Die Andoraner sind gemütliche Leute, aber wenn es ums Geld geht, sind sie wie der Jud. Also derige Sprüche können der Andoraner erzählen, aber nicht euch Schweizer. Ich meine, das kann ja nur einer sagen, der noch nie mit einem Jud zu tun hat. Also ich finde das eine ganz infame Behauptung, zu sagen, wir Schweizer seien gleich geldgierig wie die Juden. Ich meine, wir haben doch ein Haufen Wert, der uns zehnmal höher steht als Geld. Unsere Unabhängigkeit, unsere Freiheit, unsere Heimatliebe, unsere Rechtschaffenheit, unser ganzes demokratisches System. Ich meine, ich habe ja nichts gegen die Juden, aber ich finde, man sollte doch ein bisschen differenzierter über das Problem reden. Darf ich meine, jetzt? Wo bleibt denn sonst unsere Eigenständigkeit? Man kann doch nicht das ganze Schweizer Volk in einen Topf gehen mit diesen Ausländern und diesen wesensfremden Elementen. Ich meine, irgendwo muss man die Eigenständigkeit uns Schweizer doch noch zugestehen lassen. Sonst können wir gerade einpacken. Darf ich jetzt vielleicht auch etwas sagen? Liebe Zuschauer, Sie haben es gemerkt, wir sind unterbrochen worden. Und ich möchte bei dieser Gelegenheit Ihnen vorstellen, unseren Advocatus Diaboli, der Max Schmid. Er ist Publizist, Schriftsteller, hat sich sehr intensiv mit Minderheitenfragen auseinandergesetzt, hat auch unter anderem ein Buch geschrieben zum Problem vom Antisemitismus in der Schweiz. Er hat in dieser Telebühne eine sehr wichtige Funktion. Er ist hier quasi als Repräsentant von einer öffentlichen Meinung, soweit sie sich eben nicht in voller Schärfe heute Abend hier artikulieren wird. Der Max Schmid hat also unter anderem auch die Funktion, den latenten Antisemitismus oder den offenen Antisemitismus hier zum Ausbruch zu verhelfen und diese Meinungen ganz klar zu artikulieren. Und ich muss einen Nachsatz machen. Ich habe in der Einleitung gesagt, das Fernsehen hat uns angesprochen, hat Sie angesprochen. Schreiben Sie uns zu der Frage, wir Schweizer und die Juden. Und es hat dort Briefe drin gehabt, mit ganz eindeutig antisemitischem Inhalt. Leider, zu unserem grossen Bedauern, ich muss das sagen, haben in letzter Minute sehr viele von diesen Briefschreibern abgesagt. Und durch das ist heute Abend hier im Studio ein gewisses Ungleichgewicht. Umso stärker wird seine Funktion, also Notwendigkeit, damit eben auch diese Argumente in voller Schärfe hier in den Raum gestellt werden. Das einfach im Sinn von einer Präzisierung. Ich will jetzt aber an dieser Stelle noch nicht diskutieren. Es scheint mir, wir haben noch zu wenig lang das Stück jetzt verfolgt. Immerhin eine Frage möchte ich an dieser Stelle doch ganz kurz aufgreifen. Wir haben
den Aufruf gemacht vom Fernsehen aus unter dem Titel «Wir Schweizer und die Juden». Und ich möchte ganz bewusst offen lassen, ob das eine bewusste Provokation war vom Fernsehen oder ob das einfach eine Ungeschicklichkeit war. Immerhin, es hat sehr viele, sehr böse Reaktionen auf den Aufruf hin «Wir Schweizer und die Juden». Und ich möchte fragen, damit wir das hier quasi schon am Anfang von dieser Telebühne können, vom Tisch räumen, ist im Publikum ein quasi offizieller Repräsentant der Juden in der Schweiz. Ich würde ihm gerne eine Frage stellen in Bezug auf diese Affischierung. Ja, darf ich Sie fragen um Ihren Namen? Und dann möchte ich Sie einfach um eine Antwort bitten auf die Frage, was halten Sie als Vertreter der jüdischen Minderheit in der Schweiz von dieser Gegenüberstellung «Wir Schweizer und die Juden»? Ich danke für die Anfrage. Ich habe mich nur gemeldet. Ich bin nicht eigentlich ein offiziöser Vertreter da. Ich habe nur sehr viel Einblick in beide Bereiche und vertrete eine jüdische Gemeinschaft. Und wenn der Ausspruch gefallen ist, wir Andoraner sind gemütliche Leute, doch wenn es ums Geld geht, sind wir wie die Juden, würde ich sagen, man könnte auch sagen, wir Juden sind gemütliche Leute und wenn es ums Geld geht, sind wir, wie der Herr Spielverderber gesagt hat, wie die Schweizer, eben gleich sind wir. Und ich möchte sagen, ich habe als Schweizer mit sehr vielen Juden zu tun gehabt und mit den meisten, sie haben heute Gelegenheit, vielleicht eher mehr Juden zusammen zu sehen, als sie ihrem ganzen Leben sonst gesehen haben. Und bei mir, ich muss sagen, ich kenne Dumme, ich kenne Gescheide, ich kenne Linke, ich kenne Rechte Juden. Was ich eigentlich nicht kenne, muss ich sagen, von meiner Warte aus als Schweizer, das ist der Jude. Ich habe als Jude mit sehr vielen Schweizern zu tun gehabt, so als Jude vom Dienst, und man hat immer etwas müssen haben. Für eine Minderheit ist immer ein bisschen schwierig. Und ich muss Ihnen also sagen, ich habe das, was man da heute gesagt hat, höchstens sehr latent gefunden. Im Gegensatz, ich muss jetzt etwas auf dem offiziellen Ebenenbereich sagen, habe ich eigentlich immer sehr viel Verständnis, demokratisches, pluralistisches für die Anliegen gefunden. Aber natürlich, man darf eins nicht. Und das ist, wenn 20,5 Juden sagen, oder tun, sagen, es haben 20'000 Juden gemacht. Und man darf nicht, wenn 339 ausgesuchte, mehr oder weniger, Schweizer etwas sagen, sagen 6 Millionen Schweizer denken so. Das ist dann Unsinn, insbesondere, wenn man es dann noch so breitschlägt und so ungeschickt und provokativ auswählt. Das ist verantwortungslos. Aber zusammengefasst, wie zusammengefasst, hat der Aufruf vom Schweizer Fernsehen auf sich gewirkt? Wir Schweizer und die Juden. Wir Schweizer und die Juden, das hat uns natürlich in erster Linie, das hat ja die Vorgeschichte, das hat man müssen sagen, wir Schweizer und die Juden, das ist etwas, was uns natürlich ein bisschen, ich möchte fast sagen, im ersten Moment an Pranger gestellt hat. Und wenn es erst seit 100 Jahren her ist, dass man als Minderheit Gleichberechtigung hat, ist man natürlich sensibel. Aber, und das möchte ich jetzt auch sagen, es ist ja an und für sich verdienstvoll, dass das Fernsehen, es fällt mir nicht ganz leicht, das zu sagen, ich habe mich sehr müssen überlegen, dass das Fernsehen das an die Hand genommen hat und sagt, wir wollen mal das, was latent ist, rausbringen und besprechen, so wie sich es eigentlich gehört, unter freien und gescheiden, oder weniger gescheiden, aber auf jeden Fall gutwilligen Menschen. Ich muss Sie unterbrechen. Wir sind vom Advocatus Diaboli unterbrochen worden. Ich werde, wie gesagt, jetzt aber noch nicht diskutieren. Es scheint mir zu früh zu sein. Wir kommen auf all diese Fragestellungen in einer späteren Zeit dann zurück. Bitte weiterspielen. Bablin? Ich werde Tischler. Heute läuten die Glocken auch für mich. Später werde ich immer denken, dass ich jetzt gejauchzt habe. Dabei stehe ich nur da und rolle meine Schürze. So ist Glück. Bablin, wir heiraten. Hinaus! Ja, hinaus, sage ich! Ich bin Soldat!
Ja, das hören wir. Leise Peiler! Das wissen wir. Hör auf, Kerl, mit dem Radau! Also, wo ist sie? Das hat doch keinen Zweck, Peiler. Wenn ein Mädchen nicht will, dann will es nicht. Komm, gib her. Du bist blau. Denk an das Ansehen der Armee. Hosenscheißer. Ihr seid es überhaupt nicht wert, dass ich kämpfe für euch. Aber ich kämpfe bis zum letzten Mann. Lieber tot als untertan. Wo ist sie? Wer? Deine Schwester. Ich hab keine Schwester. Wo ist die Bablin? Warum? Ich habe Urlaub und ein Auge auf sie. Ein Soldat ist keine Vogelscheuche. Verstanden? Einfach vorbeilaufen. Und ich bin Soldat, das steht fest. Und du bist Jud. Du stinkst ja nach Tresta. Was sagst du? Nichts. Ist nicht zum Lachen, wenn einer Jud ist. Du, das ist nicht zum Lachen. Nämlich, ein Jud, der muss sich beliebt machen. Kann ich jetzt gehen? Mein Herr. Ich bin kein Herr. Dann halt Küchenjunge. Weißt du, was das ist? Geld. Mein Lohn. Ich werde Tischler jetzt. Pfui Teufel. Warum? Ich sag Pfui Teufel. So ein Jud denkt alleweil nur ans Geld. Also, du willst dich nicht beliebt machen? Nein. Das steht fest. Ja. Und für deinesgleichen sollen wir kämpfen. Bis zum letzten Mann, das steht fest, aber nicht für dich. Was steht fest? Ein Andorraner ist nicht feig. Sollen die doch kommen mit ihren Fallschirmen. Wie die Heuschrecken vom Himmel herab. Die kommen doch bei mir nicht durch. Komm bei mir nicht durch, so war ich Peiler heiße. Habt ihr das gehört? Er meint, wir haben Angst. Weil er selber Angst hat. Wir kämpfen, ich sag da, bis zum letzten Mann. Wir scheißen in die Hosen, dass es aus den Stiefeln wieder rauskommt. Und das wagt er zu sagen. Mir ins Gesicht. Der Armee ins Gesicht. Ich hab kein Wort gesagt. Habt ihr's gehört? Ein Andorraner ist nicht feig. Das sagtest du schon. Aber du hast Angst. Weil du feig bist. Wieso bin ich feig? Weil du Jud bist. So, jetzt gehe ich. Aber nicht zu Bablin. Bablin ist meine Braut. Das ist wahr. Bablin wird dir den Rücken drehen. Dann nehme ich sie von hinten. Der macht sich nicht beliebt bei mir.
Andri. Schläfst du? Nein, ich bin wach, Bablin. Ich denke. Die ganze Nacht. Ob's wahr ist, was die anderen sagen? Findest du, sie haben recht? Fang jetzt nicht wieder an. Vielleicht haben sie recht. Du hast mich ganz zerzaust. Vielleicht haben sie recht. Und meinesgleichen sagen, sie hat kein Gefühl. Wer sagt das? Manche. Wer? Alle. Soll ich mich ausziehen? Meinesgleichen sagen, sie ist geil, aber ohne Gemüt. Andri, du denkst zu viel. Ich liebe dein Haar, Bablin. Ich werde sterben, wenn ich es verliere. Küss mich. Ich muss ja dankbar sein. Ich weiß nicht, wovon du redest. Von deinem Vater. Er hat mich gerettet. Er fände es sehr undankbar von mir, wenn ich seine Tochter verführte. Ich lache. Aber es ist nicht zum Lachen. Wenn man dem Menschen immerfort dankbar sein muss, dass man lebt. Vielleicht bin ich drum nicht lustig. Bist du ganz sicher, Bablin, dass du mich willst? Warum fragst du das immer? Die anderen sind lustiger. Die anderen? Vielleicht haben sie recht. Vielleicht bin ich feig. Sonst würde ich endlich zu deinem Alten gehen und ihm sagen, dass wir verlobt sind. Findest du mich feig? Ich will, dass du an mich denkst, Andri, nicht an die anderen. Hörst du? An mich und an uns. Und ich will, dass du stolz bist, weil ich dich liebe, vor allen anderen. Ich habe Angst, wenn ich stolz bin. Sie haben mir wieder das Bein gestellt. Ich weiß nicht, warum ich anders bin als alle. Sag es mir. Ich seh's nicht. Lass uns schlafen. Das ist kein Aberglaube. Das gibt's. Menschen, die verflucht sind. Und man kann machen mit ihnen, was man will. Ihr Blick genügt. Plötzlich bist du so, wie sie sagen. Das ist das Böse. Alle haben es in sich. Keiner will es haben. Und wo soll das hin? In die Luft? Es ist in der Luft. Aber da bleibt's nicht lang. Es muss in einen Menschen hinein, damit sie es eines Tages packen und töten können. Kennst du einen Soldaten namens Paida? Der hat ein Auge auf dich. Der. Gute Nacht. Also die Wehleidigkeit von diesen Juden, die kann einem manchmal schon auf die Nerven gehen. Ich meine, was soll denn da böse dran sein, wenn ein Jude wie ein Jude behandelt wird? Ich meine, die Juden sind ja schließlich Juden. Sie wollen ja auch Juden sein und man sieht sie ja an, von Weitem schon. Was nur mal ihre Physiognomie anschauen, ihre Nase, dann die Hüte, die Käppli und die Locken, die sie noch haben. Und dann die schönen Namen. Goldschmied und Goldberg und Silberschmied und Rosenkranz und Mandelbaum, wie die ganze Messbuche heisst. Ich meine, ich finde, das sind ja nur Äußerlichkeiten, einverstanden. Aber ich meine, und das Schweizer Volk ist ja tolerant, das lässt andere auch leben. Aber ganz unerträglich finde ich die jüdische Mentalität, die jedem von uns bekannt ist, der schon mal mit den Juden, mit dem Geschäftsleben zu tun hatte. Ich meine, die Unaufdringlichkeit, die Arroganz, die Überheblichkeit, ich meine, und die Tricks, die sie anwenden, um euch Schweizer den letzten Stütz zum Sack auszuziehen. Ich meine, unsere christlichen Kaufleute, ich meine, die sind meiner Ansicht nach immerhin so korrekt, dass sie in erster Linie wollen, am Kunden dienen, am Konsument dienen, aber der Juden geht es wirklich nur um den Profit. Fertig, ja. Wir können natürlich jetzt über die Attacke gerade in eine
große Diskussion einsteigen. Auch ja, jetzt scheint mir, es scheint mir zu früh zu sein. Ja. Aber ihr habt es gehört jetzt vom Advocatus Diaboli. Ihr habt es gehört vorher im Stock. Der Jude ist geldgierig. Der Jude ist geil. Der Jude ist feig. Auf jeden Fall, wie man es dreht und wendet, der Jude ist anders als wir. Und ich meinte, bevor wir ein Stück weiterspielen, möchte ich doch zwei, drei Meinungsäußerungen zu dieser Frage aus dem Publikum von Nicht-Juden. Sind die Juden anders, nach Ihrer Auffassung? Ja, bitte. Das man gegen die Juden hat. Denn geil sind auch die sogenannten Christen. Geizig können auch die sogenannten Christen sein. Und schlecht können auch die sogenannten christlichen Geschäftsleute sein. Ich zum Beispiel, ich bin von einem jüdischen Geschäftsmann und nie reingefallen. Dagegen haben schon Christen versucht, uns reinzuleiben. Und zwar schon mehr als einmal. Sie würden sagen, die Juden sind nicht anders. Nein, als nicht-Juden? Nein, absolut nicht. Absolut nicht. Andere Meinungen zu dieser Frage, bitte? Ja, von Berufs wegen ziemlich viel zu tun mit jüdischen Geschäftsleuten. Ich bin aus der Textilbranche und da muss man sagen, es hat auch viele jüdische Korrespondenten, es hat viele Leute, die bei dem sind. Ich muss da gestehen, dass ich eigentlich sehr positiv immer angesprochen werde, dass ich nie negative Äußerungen gehört habe. Das zu dem Thema Geschäftsleute. Darf ich mal die Seite wechseln, vielleicht die Meinung von oben, ja? Ich möchte mal wissen, wie der Jude muss sein. Ist er zurückhaltend, wirft man ihm es vor. Ist er aggressiv, wirft man ihm es vor. Ist er geldgierig, wirft man ihm es vor. Wie er ist, dann wirft man es vor. Wie muss man nun sein? Darf ich noch aus dem Block vielleicht einmal? Ja, bitte. Ich habe über 30 Jahre mit Juden geschafft. In Israel und mit Juden in der Schweiz, Grossimport, und ich habe nie eine Enttäuschung erlebt. Jeder Vertrag, den ich gemacht habe, in diesen 30 Jahren, ist voll erfüllt worden. Ganz im Gegensatz zu vielen anderen Christen, wo die meisten zwar auch ihre Verträge eingehalten haben, aber schwarze Strafe darunter sind. Das sind zwei, drei, vier Streiflichter gewesen. Wie gesagt, ein kurzer Unterbruch. Wir kommen auf die Frage ebenfalls zurück. Ich würde meinen, beim nächsten Unterbruch, wenn wir ein bisschen grossflächiger diskutieren, unter anderem auch eine Antwort versuchen zu geben auf die Frage, gibt es denn den Jod überhaupt? Aber im Augenblick, glaube ich, bitte sollten wir weiterspielen. Natürlich will ich. Wenn eure Mannschaft mich nimmt. Hast du Fußballschuh? Nein. Brauchst du aber. Ja, was kosten die? Ich habe ein altes Paar. Verkaufe sie dir. Dann brauchst du natürlich schwarze Shorts, ein gelbes Jersey, das ist klar. Und gelbe Strümpfe natürlich. Rechts bin ich stärker. Aber wenn ihr einen Linksaußen braucht, einen Eckball, den bringe ich schon herein. Das ist toll, Friedri, wenn das klappt. Warum soll's nicht? Ich bin Captain. Du bist mein Freund. Das ist toll. Ich werde trainieren. Er reibt nicht immer die Hände. Sonst lacht die ganze Tribüne. Hast du Zigaretten? So gib's schon. Mich bellt er nicht an. Hast du je gehört, dass er mich anbellt? Dein erster Stuhl? Wie findest du ihn? Die sind nicht zum Ausreißen. So macht er's nämlich. Jeder rechte Stuhl ist verzapft. Versuch's nur. Er kommt. Habt ihr Ferien? Wer hat hier wieder geraucht? Ich rieche es ja.
Wenn du wenigstens den Schneid hättest. Heute ist Freitag. Was hat das damit zu tun? Wegen meiner Lehrlingsprobe. Sie haben gesagt, am letzten Freitag in diesem Monat. Hier ist mein erster Stuhl. Nicht dieser Meister. Der da. Tischler werden ist nicht einfach, wenn es einer nicht im Blut hat. Das habe ich deinem Vater aber gleich gesagt. Meister, das ist meiner. Warum gehst du nicht in den Verkauf? Wenn einer nicht aufgewachsen ist mit dem Holz, siehst du. Mit unserem Holz. Lobpreiset eure Zedern vom Libanon. Aber hierzuland wird in andorranischer Eiche gearbeitet, mein Junge. Das ist Buche. Meinst du musst mich belehren? Sie wollen mich prüfen, meinte ich. Ja, das habe ich gesagt. Wie die Froschbeine. So ein Humbug soll in den Verkauf. Ein Stuhl von Prada, weißt du, was das heißt? Da, sie ehren sich. Hier, das ist ein Stuhl. Das ächzt nicht, wenn ein rechter Mann sich draufsetzt. Und das wackelt nicht. Ächzt das? Nein. Wackelt das? Nein. Also? Das ist meiner. Und wer soll diesen Humbug gemacht haben? Ich habe es Ihnen aber gleich gesagt. Fedri? Fedri! Fedri, bist du ein Gesell oder was bist du? Ich? Wie lange arbeitest du schon bei Prada und Sohn? 5 Jahre. Welchen Stuhl hast du gemacht? Schau sie dir an. Diesen oder diesen? Und antworte. Antworte frank und blank. Hast du verzapft oder nicht? Jeder rechte Stuhl ist verzapft. Hast du es gehört? Nur was geleimt ist, geht aus dem Leim. Du kannst gehen. In die Werkstatt, meine ich. Das ist eine Gemeinheit. Ich nehm's nicht zurück, was ich gesagt habe. Sie lügen, wie es Ihnen gerade passt. Und zünden Sie Ihren Stumpen an. Sie! Ja, Sie! Ich habe Angst vor euch. Wieso habe ich kein Recht vor euch? Ich bin jung. Ich habe gedacht, ich muss bescheiden sein. Es hat keinen Zweck. Ich kann tun, was ich will. Ihr dreht es immer gegen mich. Sie saugen an Ihrem Stumpen herum und ich sage Ihnen ins Gesicht. Sie lügen. Sie wissen ganz genau, wie gemein Sie sind. Sie sind hundsgemein. Sie sitzen auf dem Stuhl, den ich gemacht habe. Sie sitzen auf meinem Stuhl! Wieso seid ihr stärker als die Wahrheit? Erstens ist hier keine Klagemauer. Zweitens habe ich kein Wort davon gesagt, dass ich dich deswegen entlasse. Ich habe eine andere Arbeit für dich. Ich zeige dir, wie man Bestellungen schreibt. Hörst du zu, wenn der Meister mit dir spricht? Für jede Bestellung, die du hereinbringst mit deiner Schnorrerei, verdienst du ein 1/2 Pfund. Sagen wir, ein 1/2 Pfund für 3 Bestellungen. Ein 1/2 Pfund. Das ist's, was deinesgleichen im Blut hat, glaub mir. Jeder Mann soll tun, was er im Blut hat. Du kannst Geld verdienen, André. Geld, viel Geld. Abgemacht. Ich wollte aber Tischler werden. Ich mein's gut mit dir.
Angora. Aber lauter, mein Freund, viel lauter. Angora! Wie alt bist du? 20. Ich bin noch nie krank gewesen. Das ist dein Beruf. Ich wollte Tischler werden. Zeig deine Augen. Ich habe deinen Vater gekannt, vor 20 Jahren. Ich habe gar nicht gewusst, dass er einen Sohn hat. Immer mit dem Kopf durch die Wand, das andere. Ein junger Lehrer, der die Schulbücher zerreißt. Er wollte andere haben. Und als er dann doch keine anderen bekam, hat er die andorranischen Kinder gelehrt, Seite um Seite mit einem schönen Rotstift anzustreichen, was in den andorranischen Büchern nicht wahr ist. Sie konnten es ihm nicht widerlegen. Er war ein Kerl. Niemand wusste, was er eigentlich wollte. Ein Teufelskerl. Die Damen waren scharf auf ihn. Euer Sohn gefällt mir. Ist es schlimm, Doktor? Was, Doktor? Ich heiße Ferrer. Professor, genau genommen. Aber ich gebe nichts auf Titel, liebe Frau. Der Andoraner ist schlicht und einfach, sagt man. Und da ist etwas dran. Der Andoraner macht keine Bücklinge. Ich hätte Titel haben können, noch und noch. Aber Andorra ist eine Republik. Das habe ich Ihnen in der ganzen Welt gesagt. Nehmt euch ein Beispiel dran. Bei uns gilt noch an jeder das, was er ist. Warum meinen Sie, bin ich zurückgekommen nach 20 Jahren? Weil überall der Jud hockt. Das Schlimme am Jud ist sein Ehrgeiz. Sie hocken in allen Ländern der Welt auf allen Lehrstühlen. Und uns rein bleibt nichts anderes übrig als die Heimat. Ich habe nichts gegen Juden. Ich bin nicht für Gräuel. Ich habe selber schon Juden gerettet. Obschon ich sie nicht riechen kann. Und was ist der Dank? Sie hocken auf allen Lehrstühlen der Welt. Sie sind nicht zu ändern. Endlich mal einer, der merkt, wo es lang geht. Aber ich bin auch typisch ein Akademiker. Und genau so ist es, wie er gesagt hat. Aber wirklich genau so, auch bei uns in der Schweiz. Ich muss ja nur mal schauen, wie viele jüdische Rechtsanwälte wir haben und wie viele Ärzte und Zahnärzte und Apotheker. Alle schöne Karriere machen. Und warum? Weil alle reich sind und einflussreich. Ich meine, es ist ganz klar, da haben sie ihre Privatschulen, ihre jüdischen, geben ihren Kindern gute Bildung. Machen sie doch, ist doch ganz klar. Und nachher, wenn sie so schön so weit sind, dann nachher können sie ihre Posten haben. Oder? Und das ist, warum machen sie das? Weil sie einfach unsere Situation in der Schweiz ausnützen. Und wir Schweizer, die wir nicht so viel Geld haben, wir müssen mit den niedrigeren Posten zufrieden sein. Ich meine, wir haben eine Bundesverfassung, die sagt, es gibt keine Vorrechte der Geburt. Ich meine, was ist das anders als ein Vorrecht, wenn die reichen Juden einfach eine bessere Bildung können sich aneignen können? Ich meine, ein Normalschweizer kann sich das nicht unbedingt, was alle Juden können, machen. Und Arbeiter finde ich bei den Juden sowieso nicht. Also ich kann mal wahrscheinlich an einer Hand abzählen. Da hinten hockt sicher nicht einmal ein einziger Jude. Und ein Tischler, der soll Jude sein. Also ein Schreiner, ein jüdischer Schreiner, das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich bin der Meinung, man sollte den Juden eine Numerus Clausus machen, dass sie nur genau so viel prozentual Posten haben können, wie es ihrer Bevölkerung in der Schweiz entspricht. Und dann hätte er einen Haufen jüdische Arbeiter. Das wäre nämlich gesund. Sie sollen auch mal lernen schuften. Sie haben den Advocatus Diaboli gehört. Das ist ein neuer, glaube ich, auch ein wichtiger weiterer Vorwurf dazu, an die Adresse der Juden. Sie hocken überall, im Stück ist es schon gesagt, sie hocken überall, mit anderen Worten. Sie sind auch in unserer Gesellschaft überrepräsentiert. 22.000 Juden rund in der Schweiz und die meisten davon, wie der Advocatus Diaboli meint, in einflussreichen Stellungen, glauben sie nicht, dass das Vorurteil bestätigt, zum Teil. Die Juden sind eine Spezies von ganz eigener Währung. Ich möchte hier jetzt einen Moment eine grossflächigere Diskussion führen und nochmal auf die Fragestellung von vorher zurückgehen.
Sind nun die Juden etwas anderes als wir Schweizer? Und durch was zeichnet sich allenfalls das Anderssein aus? Gibt es das, was man immer wieder hört, das sogenannte typisch Jüdische? Und was ist das, das sogenannte typisch Jüdische? Für die Diskussion, wem darf ich das Wort geben? Ja, bitte. Also, wir werden jetzt festnageln, dass die Juden eine ganz andere Kultur haben als wir. Sie stehen unter dem mosaischen Gesetz, während wir Schweizer unter dem römischen Gesetz stehen. Sie haben eine ganz andere Kultur als wir. Wir haben unsere Kultur aus dem katholischen Mittelalter übernommen. Und das schleifen wir jetzt ein bisschen aus. Das ist, was ich wollte sagen. Sie haben sich auch noch gemeldet, ja? Ich beantworte Ihre Frage am besten durch eine kleine Geschichte. Und die hängt zusammen mit dem Wilhelm Gustloff. Meine Schwester, Jüdin, aber hellblond und blauäugig, hatte ein kleines Geschäft an der Würe in Zürich. Und 1932 im Herbst kommt ein Herr in das Geschäft hier. Und gross und massig. Und hat ein paar Sachen gekauft. Und dann am Schluss sagt er zu meiner Schwester, es sei doch erfreulich, dass es noch ein paar Geschäfte gibt, wo es keine Juden, wo ich nicht Juden gehört. Und hat dann seine Adresse angegeben, man soll die Sachen nach Davos schicken, in die deutsche Heilstätte. Und dann hat meine Schwester ihm geantwortet, er sei im Irrtum, sie sei Jüdin. Und sie sei eine ganz bewusste Jüdin. Er hat es aber nicht wollen glauben. Und hat aber das später müssen glauben, weil sie mit ihrem jüdischen Namen das Paket nach Davos geschickt hat. Sie hat damals natürlich keine Ahnung gehabt, wer er ist, der Wilhelm Gustloff. Sie hat das erst 1936 oder 1937 erfahren. Danke für die Anekdote. Ich möchte mal Zeiten wechseln und hier über die Frage noch mal zurückgeben, die ich vorher schon gestellt habe. Wir haben keine Antwort noch bekommen auf die Frage, respektive nur sehr einseitige, positive. Gibt es vielleicht doch auch noch andere Meinungsäußerungen auf die Frage, gibt es denn den Juden überhaupt? Gibt es ihn? Hat er mich aufgerufen? Ja. Am Titel der Diskussion, die wir haben, muss ein Unterschied da sein, sonst das nicht heissen wir und die Juden. Es muss also ein Unterschied da sein. Jetzt möchte ich eine kompetente Person bitten, die das weiss, einen ernsthaften Unterschied zu definieren. Vielleicht wäre es so, bei den Schweizern sind die Österreicher durchgekommen, die Römer, die Germanen und die Franzosen und dann ist noch der Suvorov gekommen. Also alle haben ihre Spuren hingelassen. Wir sind ein Mischvolk, was ich mit dem sagen. Während die Juden schauen zu verhindern, dass sie nicht ein Mischvolk werden. Das ist meine Definition. Ja. Darf ich anschliessen an die Worte, die der Herr vis-à-vis von mir geäussert hat? Wir Schweizer und die Juden. Ich finde schon, der Titel ist sehr schizophren. Ich habe mich empört, als ich das gelesen habe. Ich dachte, es sei vielleicht irgendwie ein Vorwand für eine Diskussion. Aber ich habe mir überlegt, es wäre vielleicht genau das Gleiche, wenn man sagen würde, wir Schweizer und die Thurgauer, wir Schweizer und die Rätoromanen. Denn die Juden, das sind doch integrierte Schweizer. Wir haben doch in der Schweizer Armee brave, gute Offizier, Juden und Soldaten gehabt. Und ich finde einfach, der Titel ist schon nicht am Platz. Das ist eine Diskriminierung vom jüdischen Volk. Ja, bitte. Als Jude ein paar Worte sagen. Ich bin hier geboren. Ich habe vor 55 Jahren Militärdienst gemacht. Mein Sohn ist heute noch aktiv im Dienst. Mein Enkel muss im Sommer einrücken. Ich habe mir ernsthaft die Frage gestellt, was unterscheidet mich vom Schweizer? Rein äußerlich kann ich nicht beurteilen, aber es ist mir dann ein Gedanke gekommen, vielleicht unterscheidet mich die Abstammung. Vor 3.500 Jahren haben unsere Vorfahren am Sinai der Welt die 10 Gebote gegeben. Das Höchste, wo je ein Volk der Menschheit hat können übermitteln. Und ich habe das Gefühl, dass ich als Schweizer und als Jude stolz sein darf, dass ich die Tradition und die Abstammung habe. Und ich fühle mich tatsächlich
vollwertig als Schweizer, wie jeder andere, der hier im Saal ist. Darf ich den Advocatus Diaboli direkt ansprechen? Bitte. Bleibt Advocatus Diaboli bei seiner These, der Jod sei nun mal etwas anderes zwischen einem Jod und einem Nicht-Jod, gäbe es klare Unterscheidungsmerkmale, äußerliche, es gäbe Unterscheidungsmerkmale im Charakter, im Verhalten. Er hat ja vorher ein paar von diesen Eigenschaften aufgezählt. Nach all dem, was wir jetzt gehört haben und wir müssen zur Kenntnis nehmen, vermag ich nicht allzu viel Unterschied zu erkennen. Aufgrund von dieser Diskussion, das möchte ich präzisieren feststellen. Ja, wenn man natürlich immer nur die Juden nimmt in der Diskussion, dann ist klar, kommt immer die Antwort über, das ist auch klar. Und im Übrigen sind wir ein christlicher Staat da, nicht ein jüdischer Staat. Und die sind Gast da in diesem Land und sollen es wissen. Und wir sind gern bereit, die als Gast anzulassen. Aber wenn sie sagen, sie seien integriert, also in diesen 100 Jahren oder 200 Jahren, wo sie da aus dem Osten gekommen sind oder irgendwoher, also abgesehen von diesen Juden in Lengnau, Endingen. Also da, in dieser Zeit kann man sich nicht integrieren in der Schweiz. Ich meine, unsere alten Eidgenossen sind auch ohne die Juden ausgekommen. Weiss Gott, warum wir hier in der Schweiz jetzt uns gefallen lassen, sagen, dass die Juden auch Schweizer sind. Also, das ist ein fremdes Volk. Ja. Darf ich Sie um eine Stellungnahme bitten? Ja? Die Juden sind anders. Aber sie dürfen auch anders sein, wie andere auch. Sie sind nur in Frage gestellt, weil sie eine Minderheit sind. Sie sagen, sie sind anders. Ja, sie haben und sie sagen, sie dürfen anders sein. Durch ihre Religion und durch ihre Herkunft und so. Und könnten Sie das vielleicht noch etwas genauer sagen? In was sie sich denn unterscheiden? Das ist. Sie haben vielleicht schon andere Eigenschaften als wir. Sie sind vielleicht ein bisschen schneller, geschäftstüchtig. Warum ist das etwas Böses? Nein, gar nicht. Gar nicht. Böse, aber Sie sind es geschafft. Ich möchte den Ball einmal hier überspielen. Wir sind immer noch bei der gleichen Fragestellung. Darf ich es an Sie weitergeben? In Amerika sagt man nicht, der Jude ist der geschäftstüchtig, sondern der Armenier. Nur bei uns, in Europa, redet man von den Juden als geschäftstüchtig. Stimmt ein bisschen, sie sind tüchtig. Und auch im Allgemeinen ziemlich intelligent. Wenn wir aber die obersten Reihen anschauen, wenn die jungen Leute keine Käppli tragen würden, würden wir gar nicht merken, dass sie Juden sind. Sie sind genau wie wir. Vielleicht ein bisschen sensibler. Das sind wir schuld, dass sie so sind. Ja, bitte. Also mich stört die Ebene, auf der jetzt diskutiert wird. Nicht? Und wahrscheinlich, ich sehe das Stück zum ersten Mal, ist das vielleicht auch. Ich empfinde das also so vielleicht die Schwäche vom Stück, das da vorkommt. Das wären einfach die gesammelten Vorurteile, werden einfach mal auftischt, ohne dass die Frage gestellt wird, wie die entstanden sind. Ich möchte nur daran erinnern, an ein anderes Minderheitenproblem, wie wichtig eigentlich die Zeitumstände und die näheren Bedingungen sind. Beispielsweise das Ausländerproblem hat ein ganz anderes Gesicht und ein ganz anderes Gewicht gehabt in der Zeit der Hochkonjunktur und in der Zeit, wo die Rezession angefangen hat. Und beispielsweise die Gesichtspunkte, die dafür gekommen sind, dass der junge Jude an und für sich am falschen Platz ist im Schreinerberuf, dass er im Grunde genommen in Handel oder an Börse, wie man es gehört hat. Auch das muss man einfach in den historischen Zusammenhängen sehen. Nicht, wir haben ja sehr lange Zeit Berufsverbot gehabt. Und die Juden sind dann einfach in die Berufe gedrückt worden, von etwas haben sie ja schliesslich erleben. Und ich meinte, es ist sehr wichtig, dass man einfach die Sachebene in die Diskussion hineinbringt und nicht einfach ausmisst, was ist positiv, was ist negativ, sondern man muss immer fragen, unter welchen Umständen, in welcher Zeit, in welchem Verhältnis sind die Plakatierungen entstanden, wie haben sie sich entwickelt und unter welchen Umständen, unter welchen geschichtlichen Bedingungen hat es sich dann derart verschärft, dass es zu Situationen kam, die wir ja alle kennen und die sicher ein Stück von der Aktualität von dem Thema heute ausmacht. Ich danke Ihnen für das Votum. Ich glaube, Sie ziehen da durchaus einen richtigen roten Faden rausziehen aus dem ganzen Knäuel. Ich möchte auch noch die Frage jetzt weitergeben. Ah, Herr Häsler, den ich hier bei uns im Publikum hatte, welche sind denn eigentlich, wie Sie gesagt haben, die Ursachen, die Wurzeln von dem, was man als Antisemitismus bezeichnet? Weil, da gehe ich vollkommen einig mit Ihnen, alles jetzt gesehen ist in ganz bestimmten historischen Dimensionen, entwicklungsmässigen Dimensionen. Man hat die Juden vielleicht, das müssen wir dann zu einem späteren Zeitpunkt heute Abend auch noch diskutieren, in das Ghetto, in dem sie sich teilweise heute befindet, abgedrängt. Ich meinte,
Ich meinte, die gesammelten Vorurteile, von denen Sie geredet haben, die sind natürlich im Stück enthalten. Und wir wollen ja ausgehend von dem Stück diese Problematik diskutieren. Aber ich darf Sie darauf hinweisen, was ich schon in der Einleitung gesagt habe. Wir diskutieren heute über Antisemitismus, über Vorurteile gegenüber dem Aussenseiter Jude. Aber wir wollen, und da möchte ich Sie einfach bitten, noch zu warten, vielleicht bis zur Schlussdiskussion, wir wollen dann am Schluss vom Stück auf jeden Fall die Problematik ausweiten, weil, Sie erinnern sich, ich habe ausdrücklich gesagt, der Jude steht auch heute stellvertretend als Repräsentant für irgendeine Minderheit, sei das die von Ihnen zitierten Fremdarbeiter oder andere Minoritäten unserer Gesellschaft. Ich möchte den Häsler ganz direkt ansprechen. Der Herr hat vorher gesagt, man muss die gesammelten Vorurteile gegenüber Juden sehen im historischen Umfeld. Wie ist es überhaupt dazu gekommen? Und wenn wir vorher im Stück gehört haben, die Juden sind bei uns überrepräsentiert in gewissen beruflichen Stellungen, sie hocken überall auf den Lehrstühlen, ist gesagt worden. Dann haben wir doch auch herausgespürt aus einzelnen Voten, sie sind halt eben doch in gewissen Bereichen anders als wir. Wobei gesagt worden ist, gerade von dieser Dame, sie haben durchaus das Recht dazu, anders zu sein. Aber darf ich Sie ganz konkret darauf ansprechen? Welche sind denn eigentlich für uns hier in der Schweiz die historischen Wurzeln des Antisemitismus? Vielleicht darf ich kurz erinnern an ein Wort, das Karl Ludwig gesagt hat, der Verfasser vom sogenannten Ludwig-Bericht über Flüchtlingspolitik. Als ich mit ihm geredet habe, hat er mir gesagt, als er zuerst mal in Israel war, sei ihm aufgefallen, dass er keine Juden gesehen habe. Das heisst, er ist mit dem Bild vom Juden nach Israel gegangen, eben von dem, der Geschäft macht, vom Rechtsanwalt, vom Häusermakler und was weiß ich was. Und dort hat er gesehen, dass die Israeli Bauern sind, dass sie Lastwagenchauffeure sind, dass sie Leute sind wie wir. Nun glaube ich, dass diese Vorurteile, die der Herr schon gesagt hat, bei uns eine Tradition haben. Es ist ja auch interessant, es ist mal eine Umfrage gemacht worden über Antisemitismus und in einem Dorf, wo es keinen einzigen Juden hatte, sind die meisten Antisemiten gewesen. Ich glaube, das kommt davon her, weil die Schweiz tatsächlich eine harte, bis, möchte ich sagen, fast heute wirksame antisemitische Tradition hat. In vielen Kantonen haben Juden jahrhundertelang nicht leben dürfen. Christen und Juden haben nicht unter einem Dach wohnen. Jüdische Mädchen, die einen anderen jüdischen Mann, haben wollen heiraten, haben das Minimum an Vermögen müssen aufweisen, dass sie es überhaupt haben dürfen machen. Zürich, Bern, Luzern haben immer wieder an den Tagsatzungen den Antrag gestellt, man müsse die Juden auch aus Lengnau und Endingen ausweisen als ein unnützes Gesind, also mit den gröbsten Namen. In Zürich, wenn ein jüdisches Mädchen sich mit einem Christ eingeladen hat, ist ihm das Judenhütchen aufgesetzt worden, dann ist es durch die Stadt geführt worden, ist an Pranger gestellt worden. Sie haben, wie schon gesagt worden, ist Zünft, haben sie nicht aufgenommen als Mitglied. Sie haben also keinen handwerklichen Beruf können ausüben. Sie haben keinen in der Schweiz keinen Bodenbesitz dürfen haben. Sie haben also nicht können Bauern sein. Es ist ihnen übrig geblieben, ein kleines Hausierergewerbe, Viehhandel und Zinsverleih, wobei dann das Vorurteil vom Wucherer gekommen ist. Wobei zu sagen ist, dass Banken den Armen, die wirklich Geldnotwendigkeit hatten, überhaupt kein Geld gegeben haben. Dann haben sie sich an die jüdischen Geldverleiher gewendet. Die haben Geld gegeben mit einem sehr grossen Risiko, haben vielleicht auch einen höheren Zins verlangt, haben manchmal durch den Zins nicht einmal das Geld wieder ihnen bekommen, was sie ausgeliehen haben, oder sind dann vertrieben worden und dann damit sind Schulden dick gewesen. Ich glaube, alle diese Tatsachen, sagen wir zum Beispiel, in Basel hat von 1349, glaube ich, bis 1800 kein einziger Jude wohnen. Der erste Jude ist 1800 nach Basel gekommen, ein Elsässer. Das alles hat natürlich dazu gezwungen, dass die Juden sich einfach auf dem Gebiet, wo sie überhaupt noch etwas haben können machen, vielleicht tüchtiger geworden sind, als das im Durchschnitt der Fall ist. Die Juden haben in den 60er Jahren vom letzten Jahrhundert, Schweizer Juden, die in der Schweiz waren, die politische Gleichberechtigung bekommen, auf Druck von den Vereinigten Staaten, von den Niederlanden, von Frankreich, die gesagt haben, wenn die Juden in der Schweiz nicht politisch gleichberechtigt sind, machen wir keine Handelsverträge mehr. Französische Juden sind in der Schweiz, haben in der Schweiz mehr Recht gehabt als Schweizer Juden. Ich glaube, diese antisemitische, oder ich möchte besser sagen, diese antijüdische Tradition hat natürlich
Die jüdische Bevölkerung, die übrigens nie mehr als 3 Promille, also 3 auf 1000 in der Schweiz ausgemacht hat. Und wenn es also Leute gibt, die sagen, die seien überrepräsentiert und man sagt überall Juden, dann möchte ich die immer wieder fragen, wo sehen sie denn die? Die sind, ich meine, 3 auf 1000, die sieht man da nicht mehr. Aber ich möchte damit sagen, diese Vorurteile nähern sich aus einer Tradition, von der der Dr. Rothmund seinerzeit mit Stolz den Nazis gesagt hat, wenn ihr die Juden so behandelt hätten, wie wir sie behandelt haben, hättet ihr kein Judenproblem. Wir haben sie so behandelt, dass sie nach kurzer Zeit wieder weitergewandert sind. Davor kommen die Vorurteile. Ich danke für den kurzen historischen Exkurs. Es wäre jetzt natürlich hochinteressant, einen Sprung in die Gegenwart zu machen zu wissenschaftlichen Untersuchungen, die in letzter Zeit gemacht worden sind, wo das Bündel von Vorurteilen, das der Herr vorher angesprochen hat, durchaus zumindest teilweise bestätigt. Ich glaube aber, wir sollten unbedingt jetzt weiterspielen. Ich komme auf die wissenschaftlichen Untersuchungen in der nächsten Diskussion zurück. Ja. Die Frage ist in diesem Fall eigentlich bejaht worden, dass also die Juden alle reich sind in der Schweiz. Und dass sie einen Bildungsvorteil haben, dass sie deshalb, ich meine, man weiß ja, jeder zweite Jude hat Mittelschulbildung und etwa jeder vierte ist Akademiker. Ich meine, das scheint mir also ganz klar noch nicht beantwortet sind. Die Juden haben ein Bildungsprivileg. Es ist wieder eine krasse Vereinfachung vom Advocatus Diaboli. Wir kommen auch auf die noch zurück in der nächsten Diskussion. Ist es schlimm, Professor? Wenn einer in der Welt herumgekommen ist wie ich, dann weiß er, was das heißt, Heimat. Hier ist mein Platz, Titel hin, Titel her. Hier bin ich verwurzelt. Seit wann hustet er? Ihr Zigarillo. Andorra ist ein kleines Land, aber ein freies Land. Kopfweh? Nein. Schlaflosigkeit? Manchmal. Aha. Es ist nichts Tragisches. Ein bisschen entzündet. Eine Tablette vor jeder Mahlzeit. Was hat er denn plötzlich? Einfach rechts umkehrt und davon? Das hätten Sie vorhin nicht sagen sollen, Doktor, das mit dem Jud. Wieso denn nicht? André ist Jud. Was ist hier los? Nichts. Gar nichts. Reg dich nicht auf. Das habe ich ja nicht wissen können. Was? Ja, wieso denn ist euer Sohn ein Jud? Ich habe zu arbeiten. André ist unser Pflegesohn. Guten Abend. Guten Abend. Wie kommt diese Existenz in mein Haus? Er ist der Amtsarzt. Das wird er dir nie verzeihen. Du verkrachst dich mit aller Welt. Das macht es dem André nicht leichter. Er soll kommen. Der hat uns noch gefehlt. Der und Amtsarzt. Wenn dieser Herr noch einmal sein dummes Maul auftut, dieser Professor, der es auf allen Universitäten der Welt nicht einmal zum Doktor gebracht hat. Dieser Patriot, der keinen Satz bilden kann ohne Heimat und Andorra. Dann sage ich, fliegt er die Treppe hinunter. Ich fürchte sie nicht. Und du, verstanden, du sollst sie auch nicht fürchten. Wenn wir zusammenhalten wie zwei Männer, wie Freunde, wie Vater und Sohn, oder? Habe ich dich nicht behandelt wie meinen Sohn? Habe ich dich anders gehalten, André, als meine Tochter? Dann sag's mir ins Gesicht. Ich warte. Was, Vater, soll ich sagen? Ich kann's nicht leiden, wenn du da hockst wie ein Messknabe, der gestohlen hat, oder was weiß ich. So artig, weil du mich fürchtest. Ach. Manchmal platzt mir der Kragen. Ich weiß, ich bin ungerecht. Was hältst du denn für Reden? Man könnte meinen, du redest vor einem Publikum. Ich rede mit André. Also? Von Mann zu Mann. Man kann essen. Das ist eigentlich alles, was ich dir sagen wollte.
wollte was anderes fragen. Vielleicht wisst ihr es aber schon. Nichts ist geschehen, ihr braucht nicht immer zu erschrecken. Ich weiß nicht, wie man so etwas sagt. Ich werde 20 und Babline ist 19. Und? Wir möchten heiraten. Ja, ich wollte fragen, wenn ich meine Tischlerprobe bestanden habe. Aber daraus wird ja nichts. Und jetzt wollen wir uns verloben, damit die anderen es wissen und der Babline nicht überall nachlaufen. Heiraten. Ich bitte dich, Vater, um die Hand deiner Tochter. Ich hab das kommen sehen, Kahn. Schweig. Sie lieben einander. Schweig. Es ist aber so, Vater. Wir lieben einander. Seit der grünen Kammer, als wir Kinder waren, reden wir vom Heiraten. In der Schule schämten wir uns, weil alle uns auslachten und sagten, das geht ja nicht, weil wir Bruder und Schwester sind. Einmal wollten wir uns vergiften, weil wir Bruder und Schwester sind. Mit Tollkirschen. Aber es war Winter. Es gab keine Tollkirschen. Und dann haben wir geweint, bis Mutter es gemerkt hat. Bis du gekommen bist, Mutter. Du hast uns gesagt, dass wir gar nicht Bruder und Schwester sind. Und diese Geschichte, wie Vater mich über die Grenze gerettet hat, weil ich Jud bin. Und da war ich froh drum und habe es ihm gesagt. In der Schule und überall. Es geht nicht. Warum nicht? Weil es nicht geht! Schrei nicht. Dann bringe ich mich um. Red keinen Unfug. Oder ich gehe zu den Soldaten. Jawohl! Dann straft dich Gott. Soll er. Babline! Lass sie! Sie ist ein Huhn, du findest noch Mädchen genug. Sie ist wahnsinnig. André, bleib! Das ist das erste Nein, das ich dir sagen muss. André! Ich verstehe dich nicht. Ich verstehe dich nicht, Kahn. Bist du eifersüchtig? Babline ist 19 und einer wird kommen. Warum nicht der André, wo wir ihn kennen? Willst du sie heiraten? Kahn. Du schweigst in dich hinein, weil du eifersüchtig bist auf die Jungen und auf das Leben überhaupt und dass es jetzt weitergeht ohne dich. Babline ist ein Kind. Ein Kind. Das sagen alle Väter. Für dich, aber nicht für den André. Warum sagst du nein? Weil ich Jud bin. André. Das ist es doch. Jud. Jedes dritte Wort. Kein Tag ohne Jud. Keine Nacht ohne Jud. Ich höre Jud an einer Schnarcht. Jud. Jud. Kein Witz ohne Jud. Kein Geschäft ohne Jud. Kein Fluch ohne Jud. Ich höre Jud, wo keiner ist. Jud und Jud und nochmals Jud. Die Kinder spielen Jud, wenn ich den Rücken drehe. Alle plappern's nach. Die Pferde wiehern's in den Gassen. Jud. 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 Gibt's denn keine anderen Gründe mehr? Dann sag sie. Wohin? Wo ich meine Ruhe hab! André. Jetzt trinkt er wieder bis Mitternacht. Babline? Schläfst du, Babline? Wie spät kann es sein?
Ich hab geschlafen. Warum regelt sie die Tür? Ich geb's nicht auf, Bablin. Ich werde auf deiner Schwelle sitzen jede Nacht. Und wenn er sich zu Tod säuft darüber, dein Alter. Ich schleiche nicht länger herum wie ein bettelnder Hund. Ich hasse. Je gemeiner sie sind gegen mich, umso wohler fühle ich mich in meinem Hass. Und umso sicherer. Hass macht listig. Hass macht stolz. Eines Tages werde ich's ihnen zeigen. Ich hasse ihr Land, das wir verlassen werden. Und ihre Gesichter. Alle. Ich liebe nur einen einzigen Menschen. Und das ist genug. Heute habe ich 1,5 Pfund verdient, Bablin. 1,5 Pfund an einem einzigen Tag. Ich spare jetzt. Ich gehe auch nicht mal an die Klimperkiste. Wenn Sie sehen könnten, wie Sie recht haben. Alleweil zähle ich mein Geld. Jetzt haben wir schon 43 Pfund, Bablin. Aber sag's niemand. Wir werden heiraten. Es gibt eine andere Welt, wo niemand uns kennt und wo man mir kein Bein mehr stellt. Und wir werden dahin fahren, Bablin. Dann kann er hier schreien, dein Alter, so viel er will. Mein Sohn. Ich bin nicht dein Sohn. Ich bin gekommen, Andri, um dir die Wahrheit zu sagen. Lass das. Hörst du mich an? Halt dich an einem Laternenpfahl, aber nicht an mir. Ich rieche dich. Und sag nicht immer mein Sohn zu mir, wenn du blau bist. Deine Tochter hat geriegelt. Sei beruhigt. Damit habe ich nicht gerechnet. Womit hast du nicht gerechnet? Dass du nicht mein Sohn sein willst. Ich muss mich setzen. Dann gehe ich. Also du willst mich nicht anhören. Dann halt nicht. Ich verdanke dir mein Leben. Ich weiß, wenn du Wert drauf legst, ich kann es jeden Tag einmal sagen. Ich verdanke dir mein Leben. Sogar zweimal am Tag. Ich verdanke dir mein Leben. Ich verdanke dir mein Leben. Du verdankst mir dein Leben. Ich verdanke es. Du verstehst mich nicht. Also mein Leben interessiert dich nicht. Mich interessiert mein eigenes Leben. Du verachtest mich. Ich schau dich an. Ich hab dich verehrt. Nicht, weil du mein Leben gerettet hast, sondern weil ich dachte, du bist nicht wie alle. Du denkst nicht ihre Gedanken. Du hast Mut. Ich hab dir vertraut. Dann hat es sich gezeigt. Was hat sich gezeigt? Ich denke nicht ihre Gedanken, André. Ich habe ihnen die Schulbücher zerrissen. Ich wollte andere haben. Das ist bekannt. Weißt du, was ich getan habe? Ob du weißt, was ich getan habe? Du hast ihnen die Schulbücher zerrissen. Ich habe gelogen. Du willst mich nicht verstehen. Um 7 muss ich im Laden sein. Tische verkaufen, Stühle verkaufen, Schränke verkaufen. Meine Hände reiben. Ich muss reich werden. Warum? Weil ich Jud bin. Mein Sohn. Fass mich nicht wieder an, du ekelst mich. André. Heul nicht. André. Geh pissen. Was sagst du? Heul nicht den Schnaps aus den Augen, wenn du nicht halten kannst. Du hassest mich. Bablin, er ist gegangen.
habe ihn nicht kränken wollen. Aber es wird immer ärger. Er weiß nicht mehr, was er redet. Und dann sieht er aus wie einer, der weint. Schläfst du, Bablin? Bablin? Bablin! Bablin. Verschwinde. Das ist nicht wahr. Verschwinde, oder ich mach dich zur Sau. André, wir sollen sprechen miteinander. Deine Pflegemutter macht sich große Sorge um dich. Nimm Platz. Nun gut, ich verstehe deine Not. Aber du sollst wissen, André, dass wir dich gern haben. So wie du bist. Hochwürden irren sich, glaube ich. Niemand mag mich. Der Wirt sagt, ich bin vorlaut. Und der Tischler findet das auch. Der Doktor sagt, ich sei ehrgeizig und meinesgleichen hat kein Gemüt. Setz dich. Stimmt das, Hochwürden, dass ich kein Gemüt habe? Mag sein, André, du hast etwas Gehetztes. Auch Hochwürden finden also, ich habe etwas Gehetztes. Ich verstehe schon, dass niemand mich mag. Ich mag mich selbst nicht. Kann ich jetzt gehen? Jetzt hör mich einmal an. Was, Hochwürden, will man von mir? Warum so misstrauisch? Alle legen ihre Hände auf meine Schulter. Weißt du, André, was du bist? Du weißt es nicht. Drum sage ich es dir. Ein Prachtskerl. In deiner Art ein Prachtskerl. Du gefällst mir, André. Mehr als alle anderen. Ja, gerade weil du anders bist als alle. Was schüttelst du den Kopf? Du bist gescheiter als sie. Jawohl. Das gefällt mir an dir, André. Und ich bin froh, dass du gekommen bist und dass ich es dir einmal sagen kann. Das ist nicht wahr. Was ist nicht wahr? Ich bin nicht anders. Ich will nicht anders sein. Und wenn er dreimal so kräftig ist, dieser Peider, ich hau ihn zusammen vor allen Leuten auf dem Platz. Das habe ich geschworen. Meinetwegen. Ich mag ihn auch nicht. Ich will mich nicht beliebt machen. Ich werde mich wehren. Ich bin nicht feig und gescheiter als die anderen Hochwürden. Ich will nicht, dass Hochwürden das sagen. Hörst du mich jetzt an? Nein. Du machst es einem wirklich nicht leicht. Kurz und gut, deine Pflegemutter war hier. Die gute Frau ist ganz unglücklich. Du kommst nicht mehr zu Tisch, sagt sie, und bist verstockt. Sie sagt, du glaubst nicht, dass man dein Bestes will. Wenn er mein Bestes will, Hochwürden, warum will er mir alles geben, aber nicht seine eigene Tochter? Es ist sein väterliches Recht. Warum aber? Warum? Weil ich Jud bin! Schrei nicht! Kannst du nichts anderes mehr denken in deinem Kopf? Ich habe dir gesagt, André, als Christ, dass ich dich liebe. Aber eine Unart, das muss ich leider schon sagen, habt ihr alle. Was immer euch widerfährt in diesem Leben, alles und jedes bezieht ihr nur darauf, dass ihr Jud seid. Ihr macht es einem wirklich nicht leicht mit eurer Überempfindlichkeit. Also wenn das sogar der Pfarrer merkt, muss ja etwas dran sein an dieser Überempfindlichkeit. Und wenn man schaut, wie die Juden reagieren auf die geringste Kritik, zum Beispiel an Israel, dann merkt man es ja am allerbesten, dass sie hypersensibel sind. Auch mich, vorhin hat es mich auch in die Diskussion. Ich merke es direkt, ob es ein Jude ist, an der Art, wie er allergisch ist auf ganz bestimmte
Themen, die man anspricht. Und ich kann Ihnen auch ein Beispiel sagen, wie unsere Presse auch der Judenhörigkeit im Grunde genommen in der Schweiz bereits erlegen ist. Wenn zum Beispiel in irgendeinem Friedhof in Lengnau oder so ein paar Lausbuben einen Grabstein umgekehrt, dann gibt es riesige Schlagzeilen in unserer Boulevardpresse, dann machen sie ein grosses Lamento. Ja, es ist ein jüdischer Friedhof, haben sie da geschändet. Und wenn das gleich im Kanton Bern passiert, bei unserem eigenen Friedhof, bei unserem schweizerischen Friedhof, dann nachher kommen wir bestenfalls ein paar Zielen über eine ganz kleine Agenturmeldung. Das ist kürzlich passiert im Kanton Bern, haben sie gerade 3 solche Friedhöfe geschändet. Kein Wort davon. Und das, finde ich, ist die ganze schlimme Sache in diesem ganzen Zeug, dass man bei den Juden, da tut man alles, weil man einen Schuldkomplex hat, da tut man alles abspielen. Gesehen hat, bis jetzt noch kein einziger, der kritische Meinung hatte zu den Juden, es gewagt, das Wort zu greifen. Das ist nur, weil die Juden oben abdrucken, dass man sich selber nicht erlaubt zu sagen. Es wagt ja keine seine freie Meinung zu äußern da drin, von denen, die keine Juden sind. Jetzt nicht diskutieren, bitte weiterspielen. Das finde ich also schon ein Stück. Meine Babling kann mich nicht lieben. Niemand kann es. Ich selbst kann mich nicht lieben. Wie sollen die anderen uns lieben können, wenn wir uns selbst nicht lieben? Unser Herr sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Er sagt, wie dich selbst. Wir müssen uns selbst annehmen, André. Und das ist es, was du nicht tust. Warum willst du sein wie die anderen? Du bist gescheiter als sie. Glaub mir, du bist wacher. Wieso willst du es nicht wahrhaben? Sie mögen dich alle nicht, ich weiß. Ich weiß auch, warum. Es ist ein Funke in dir. Du denkst. Warum soll es nicht auch Geschöpfe geben, die mehr Verstand haben als Gefühl? Ich sage gerade dafür, bewundere ich euch. Was siehst du mich so an? Es ist ein Funke in euch. Denk an Einstein und wie sie alle heißen. Spinoza. Kann ich jetzt gehen? Du sollst dir kein Bildnis machen von Gott, deinem Herrn. Und nicht von den Menschen, die seine Geschöpfe sind. Gott will, dass wir sind, wie er uns geschaffen hat. Verstehst du mich? Und wenn sie sagen, der Jud ist feig, dann wisse, André, du bist nicht feig, wenn du es annimmst, ein Jud zu sein. Im Gegenteil. Du bist nun einmal anders als wir. Hörst du mich? Denk darüber nach, was du selbst gesagt hast, André. Wie sollen die anderen dich annehmen, wenn du dich selbst nicht annimmst? Ich möchte ganz gerne jetzt hier wieder eine Diskussion eröffnen. Ich muss aber eine ganz kleine Vorbemerkung machen. Man hat mir gesagt, während dem Stück, dass verschiedene empörte Anrufe sind gekommen, wo der Advocatus Diaboli in seiner Funktion vielleicht ein bisschen missverstanden haben. Darf ich da noch mal ganz klar und deutlich sagen, der Advocatus Diaboli, der Max Schmid, äußert Meinungen, Vorurteile, Klischees, wenn Sie so wollen, wo durchaus geäussert worden sind in den Briefen, die das Fernsehen auf der UFO-Fi bekommen hat. Aber das ist nicht die persönliche Meinung von Max Schmid. Darf ich noch mal sagen, identifizieren Sie nicht den Advocatus Diaboli mit seinen eigenen Aussagen. Ich möchte aber anknüpfen an dem, was der Pfarrer zuletzt gesagt hat im Stück. Du sollst dir kein Bildnis machen. Und ich möchte kurz Frau Kuhn ansprechen. Ich habe vorher die wissenschaftliche Untersuchung kurz angezogen, die ja gemacht worden ist in den letzten Wochen. Und das letzte Jahr hat es ja eine zweite Untersuchung gegeben. Könnten Sie vielleicht ganz kurz zusammenfassen, was hat diese Untersuchungen denn eigentlich ergeben bezüglich des Verhaltens der Schweizer gegenüber den Juden? Sind die Vorurteile, das ist die andere Fragestellung, sind die Vorurteile bestätigt worden, Frau Kuhn, oder nicht? Bitte. Immer Schweizer und Juden. Wann hört das mal? Darf ich sagen, im Erkegi, dass die Gegenüberstellung wir Schweizer und die Juden auch Gegenstand war von dieser Untersuchung? Und darum glaube ich, es sinnvoll, dass man die Etikettierung hier noch einmal wendet. Würden Sie die Schlussfolgerungen von dieser Untersuchung hier kurz bekannt geben? Es gibt, wie Sie angetönt haben, 2 Untersuchungen, die also 3/4 Jahre auseinander liegen. Die eine mit 2000 Interviews und die andere mit 340 Interviews, die gemacht wurde, ist bei der Schweizer Bevölkerung verschiedene Anlagen zu ihrer Meinung über Juden. Wir können ganz kurz zusammenfassen, dass die Hauptergebnisse von beiden Studien im Wesentlichen die gleichen sind. Wir haben
feststellen können, dass es um 6-8% Schweizer Mitbürger gibt, die sicher antisemitische Einstellungen geäussert haben, und zwar als ihre eigenen Meinungen und nicht über Dritte geredet haben. Wir verstehen unter Antisemiten hier Leute, die also entweder eindeutig negative Vorurteile gegen Juden haben oder die meinen, man müsse sich Juden gegenüber vorsichtiger verhalten und sie seien nicht ganz so wie normale Schweizer. Ich sage es jetzt extra auch provokativ, das ist nicht meine Meinung. Ich zitiere. Wir haben auf der anderen Seite in beiden Untersuchungen im Wesentlichen gut 40% von Schweizer, die ganz eindeutig und zweifelsfrei keine negativen Vorurteile gegenüber Juden haben. Es sind Leute, die gesagt haben, zum Beispiel auf die Frage, gibt es überhaupt heute noch Leute, die gegen die Juden etwas haben bei uns in der Schweiz? Sie haben geantwortet, nein, es gibt es nicht mehr. Und sind offensichtlich selber dieser Überzeugung. Wenn einer das glaubt, dann ist er selber sicher auch nicht gegen die Juden, sonst kann er das nicht behaupten. Die übrigen rund 50% können wir nicht sicher einordnen. Es sind Leute, die zum Teil Vorurteile geäussert haben gegenüber Juden. Es waren zwei sehr unterschiedliche Studien. Man hat bei den einen offen gefragt, was haben denn die Leute gegen die Juden. Bei den anderen hat man einen Katalog von negativen Behauptungen getestet. Sind sie sehr einverstanden, sind sie mehr oder weniger einverstanden oder sind sie ganz dagegen? Und es gibt Leute, die hier also Vorurteile haben, die aber nicht müssen negativ sein. Wir kennen das auch im Verhältnis zu Italiener oder zu anderen Minderheiten. Man hat ganz gewisse feste Vorstellungen. Die können völlig falsch sein, aber es gibt die Vorstellungen. Und die brauchen nicht unbedingt negativ sein. Zum Beispiel dominiert ganz eindeutig in beiden Studien das Bild, dass die Juden bei uns in der Schweiz, sie sind einfach besonders reich und wohlhabend und erfolgreich im Geschäftsleben. Ob das stimmt oder nicht, ist etwas anderes. Ich sage nur, was die Leute in der Schweiz gemeint haben. Lohnt sich die Untersuchungen ganz kurz zusammenfassen in einem gemeinsamen Nenner quasi. Was sagen Sie aus, die Untersuchungen, über unsere Vorurteile gegenüber den Juden? Ich würde sagen, es gibt immer noch Vorurteile gegenüber Juden. Es gibt verschiedene, aber sie sind zum Teil nicht negativ gefärbt, wie sehr oft immer angenommen wird, sobald es fixe Vorstellungen gibt. Sie sind automatisch gegen die. Darum möchte ich es mit anderen Gruppen vergleichen haben. Gut, ich will auch nicht jetzt über die wissenschaftlichen Untersuchungen streiten oder diskutieren, sondern ich will eine ganz andere Frage ins Publikum stellen. Wir reden heute Abend und ich möchte durchaus der Bitte entsprechen von Herrn Kegi, dass wir jetzt die Gegenüberstellung, die allgemein als fragwürdig empfunden worden ist, wir Schweizer und die Juden, die vergessen wir. Aber Tatsache ist, wir reden von den Juden. Und ich möchte die Frage mal ins Publikum stellen, was sind denn die Juden überhaupt? Sind die Juden für Sie ein Volk, wie irgendein Volk? Sind Juden eine Rasse? Oder sind Juden einfach eine Glaubensgemeinschaft? Ich glaube, diese Frage sollten wir uns schon mal stellen. Wer will sich zu dieser Fragestellung äußern? Darf ich Sie? Ich glaube, da gibt es ganz einen Haufen Antworten. Also von den Juden, die ich kenne, würde ich meinen, dass bei den einen die Religion stark im Vordergrund ist, wo man auch sieht, an der Kleidung und so weiter. Wobei, dass ich gehört habe, dass das eine Minorität ist unter den Juden, die bei uns wohnen. Was man vielleicht allgemein kann feststellen kann, ist, dass die Abstammung nicht verleugnet wird, was ich auch sehr gut finde. Und dass man dort vielleicht ein gemeinsames Merkmal findet, aus dem Geschichtlichen her gesehen. Also wenn Sie fragen, was ist ein Jude, dann glaube ich, ist das sehr schwierig zu beantworten. Dann fragen Sie mich, was ist ein Schweizer? Es gibt sehr verschieden ausgeprägte Schweizer. Und wenn ich jetzt gerade auf die Religion komme, dann ist das vielleicht das Merkmal, das man sehr stark sieht bei den Juden. Ich denke jetzt auch an die Sendung mit dem Rabbiner Teichmann, wo man auch sich müsste fragen, wie es dann bei einem Katholiken oder bei einem praktizierenden Christ. Also die Frage... Darf ich die Frage weitergeben? Ja, an den Herrn ganz oben. Ich würde sie so definieren. Ein Jude ist einer, der sich selber als Jude bezeichnet oder von seiner Umwelt als Jude bezeichnet wird. Und würde sich in dieser Definition abheben
Zum Beispiel vom Schweizer. Ja, ich meine, es ist insofern ein Unterschied, dass man nicht einfach irgendjemand als Schweizer bezeichnen kann. Wie aber Stuck zeigt, kann man irgendjemand als Jude bezeichnen und dann ist er's. Darf ich da auch noch jemanden fragen? Ja, bitte. Darf man auch sagen, dass das einem eventuell gleich ist? Das ist absolut legitim. Dass mich das zum Beispiel nicht interessiert. Ich möchte zum Beispiel sagen, in der ersten Runde von dieser Diskussion, wo die Christen geantwortet haben, haben sie über ihre geschäftlichen Beziehungen mit Juden gesprochen. Ist das nicht auch schon wieder typisch gewesen für die Schweizer? Ich möchte Folgendes dazu sagen. Ich bin vielleicht einer der wenigen, der in dieser Schweiz im Gefängnis war wegen der Juden. Im Jahr 1942 haben wir ein Flugblatt verteilt als junge Kommunisten gegen den Vonsteiger-Beschluss. Ich möchte sagen, das haben also nicht zum Beispiel die jüdischen Kreise gemacht, sondern wir jungen Kommunisten haben das gemacht. Aber ebenso wie ich dir heute mit Juden zusammen fürs Unrecht gegenüber den Palästinensern eintrete, mich interessiert die menschliche Beziehung in erster Linie. Ja, bitte. Ich würde trotzdem sagen, ich werde zum Jude geprägt, ob ich will oder nicht. Ich habe kein Käppli, man sieht mich nicht in der Schule, will ich frei haben für den Unterricht. Und es ist ein 1. bis 3. Klasse, ich weiß nicht wann, hat meine Mutter mir erzählt, dass ein anderer Schulkollege zu mir kam und hat gesagt, wissen Sie, ich habe den Rudi trotzdem gerne, obwohl er ein Jude ist. Ich habe nicht damit angefangen. Aber ich werde psychologisch zum Juden geprägt, ob ich will oder nicht, und habe nachher dementsprechend ein gedrücktes oder irgendwie psychologisch angeschlagenes Ich, das ich habe, aufgrund von denen, all diesen negativen Erfahrungen. Das ist ein Merkmal, das mich dann später prägen tut und in meinem Wissen als Minorität auch irgendwo stärken tut und Bewusstsein machen tut. Darf ich Sie direkt fragen, betrachten Sie sich selber denn, um die Frage von vorher noch mal aufzugreifen, als Angehörige von einem Volk, von einer Glaubensgemeinschaft, oder fühlen Sie sich vor allen Dingen, wenn ich an das anknüpfe, was Sie jetzt gerade gesagt haben, eben rassisch im Grunde genommen diskriminiert? Ich fühle mich überfragt. Ich kann nicht darauf antworten. Darf ich Sie fragen? Ja. Ich kenne viele Juden aus Amerika, aus der Schweiz, so überall her. Und nun sagen, es gäbe einen Jude, das schaue ich für einen fertigen Unsinn an. Dann, in Gottes Namen, wie genau wir haben Welsche, wir haben Deutschschweizer. Aber das Problem ist doch eigentlich das Verhältnis zu den Minoritäten. Bei uns hat man in Europa die Juden schlecht behandelt. In Amerika hat man zum Beispiel die Lateinamerikaner schlecht behandelt. In der Zeit, wo der Hitler die Juden rausgeholt hat, da haben die Amerikaner, also die USA, Millionen von Mexikanern und anderen Lateinamerikanern zum Land rausgeholt. Gesammelt in Transport und über Grenzen abgeschoben, um Welfare zu sparen, um Sozialversicherung, Sozialspesen zu sparen. Von dem hat kein Mensch hier etwas gesagt. Aber es macht vielleicht auch verständlich, dass das Problem der Minderheiten überall in der Welt ist. Und man sagt ja, on est toujours le juif de quelqu'un. In jedem Land gibt es Leute, die unbeliebt sind, weil sie einer Minderheit angehören. Und ich finde, man sollte eigentlich bei der ganzen Diskussion ein bisschen mehr in die Zukunft blicken und schauen, wie kann man die Differenzen abbauen, wie kann man positiv machen. Und jetzt muss ich etwas sagen. Ich finde, der Advocatus Diaboli übertreibt ein bisschen seine Rolle. Ich finde, das ist nicht gut. Nicht gut. Und warum ist das nicht gut? Weil nämlich die ganze Geschichte kommt durch einen komischen Aspekt über. Ja. Ja, bitte. Der Advocatus Diaboli übertreibt. Ich sage Ihnen, warum. Es gibt eine ganze Anzahl Schweizer, die jetzt zuschauen, die Heime, vielleicht da rein, aber die Anwesenden sind ausgeschlossen, die sogar das glauben und aus dem Glauben heraus weiter diskriminieren und weiter latent in dem Fahrwasser bleiben. Und darum dürfte man es nicht sagen. Und darum sollte man es nicht so breit sagen. Ja, bitte, Herr Braunschweig. Ich glaube, der Advocatus übertreibt nicht, sondern er bringt das zum Ausdruck, was unterschwellig leider an vielen Orten vorhanden ist. Und das wird jetzt einmal ganz deutlich gesagt. Das erweckt bei uns seltsame Gefühle, aber ich glaube, die unterschwelligen Gefühle sind vorhanden und wir müssen darauf reagieren und es ist besser, wir reden endlich einmal davon, dann sind die unterschwelligen Gefühle nicht mehr so gefährlich, wenn sie ins Bewusstsein treten. Und das ist für mich der Sinn von dieser Diskussion heute Abend. Ja. Ja. Moment. Sind im Völkischen Beobachter gestanden im Jahr 1933 bis 1945,
wo der Advocatus Diaboli verwendet. Hören Sie, wenn Sie die Briefe lesen, die das Schweizer Fernsehen bekommen hat, dann können Sie derige Briefe auch nachlesen. Von Schweizern, die meiner Ansicht sind. Und ich sehe nicht ein, warum ich, wir sind ein pluralistischer Staat, auch Antisemitismus ist gestattet in diesem Land. Wir haben kein Gesetz gegen Rassen. Diskriminierung. Wir haben kein Gesetz in der Schweiz, wo der Antisemitismus in irgendeiner Form handelt. Das müssen sich klar sein. Und darf ein ich Ihnen Land, wo das zulässt, ja, dass man Antisemitismus praktiziert, ist ein freier Staat. Ist in Ordnung. Darf ich Ihnen ein Wort geben, bitte? Ja. Ich finde, das Schweizer Volk wird unterschätzt, wenn es solche Bemerkungen nicht vertragen sollte. Wenn also der Mann das Gefühl hat, das Schweizer Volk ist noch nicht so weit, dass es solche Bemerkungen sieht, dass da nicht alles wahr dran sein kann. Ich finde, da werden dann wir unterschätzt. Darf ich das Wort mal hier runtergeben? Ja, Sie haben sich gemeldet. Ja, ich habe das Gefühl, dass wir eigentlich wieder zum Thema sprechen sollten. Ich möchte da eine Bemerkung dazu machen. Ich stamme aus einem Kanton, aus dem Kanton Schaffhausen, wo es sehr wenig Juden hat. Und ich werde deswegen eigentlich auch sehr wenig mit sogenannten antisemitischen Tendenzen konfrontiert. Aber was ich immer wieder feststellen muss, ist, die Diskussion hat das auch gezeigt, wie wenig dass man eigentlich über das Judentum weiß, wie wenig dass man über die jüdische Religion weiß, wie wenig dass man über das jüdische tägliche Leben weiß. Das stelle ich immer und wieder fest. Und das ist meiner Ansicht nach ein Grund für einen jeweiligen latenten Antisemitismus, also Unwissenheit über die Rolle der Juden, die sie spielen. Darf ich noch eine kurze zweite Bemerkung machen, die der Herr Spielverderber gesagt hat, indem er behauptet hat, es gäbe praktisch keine jüdische Arbeiter. Man könnte sie an einer Hand zählen. Ich möchte sagen, ich bin selber jüdischem Glaube, ich habe das gesagt, ich bin Gewerkschaftssekretär in Schaffhausen, in der Gewerkschaftsbewegung tätig, und ich möchte sagen, dass ich deswegen doch ein bisschen am Puls von der Arbeiterschaft mich befinde. Ich habe also nicht so viele Finger in meiner Hand, wie ich jüdische Arbeiter kenne. In meiner Verwandtschaft, mein Vater selber war ein Handwerker, und ich kenne also sehr viele jüdische Arbeiter hier in der Schweiz. Also das Argument ist meiner Meinung nach total entkräftet. Ja. Antisemitismus zu sagen, das geht ja auch gegen die Araber, oder? Semiten sind ja auch die Araber. Und ich bin kein Antisemit, ich bin ein Antirassist. Und solange natürlich im Talmud in den Staaten her, dort haben zwar gesagt, es handelt sich um eine Fälschung, ist ein nicht-jüdisches Mädchen 3 Jahre und einen Tag alt, so ist das für den Juden zum Beischlafen geeignet. Oder alle Menschen, die nicht-jüdischen Glauben sind, sind dem Vieh gleich zu achten, es sind Tiere in Menschengestalt. Dann muss der Jude ja interessiert sein daran, dass wenn er sich nicht distanzieren von anderen Leuten, dass eine Serie sogenannte Fälschungen aus öffentlichen Bibliotheken verschwindet. Ja, Sie haben sich gemeldet. Also das muss eine Fälschung sein, weil auf der anderen Seite gibt es ja Talmud-Traktat, dass man überhaupt mit nicht-jüdischen Mädchen überhaupt keinen Beischlaf haben darf. Also das muss ein Nonsens sein. Es tut mir leid, so interessant das wäre, dass wir jetzt hier weiter diskutieren. Wir müssen den gedanklichen Faden durchaus ein bisschen weiterspinnen. Ich möchte eine Frage stellen an einen Vertreter der Juden in der Schweiz. Ich habe vorher anfangs von dieser Diskussion gefragt, was sind denn die Juden eigentlich? Ein Volk, eine Glaubensgemeinschaft oder eine Rasse? Und die Meinungen sind sehr auseinandergegangen. Ich möchte den Vertreter der Juden in der Schweiz fragen, was ist denn im Jod, der in der Schweiz lebt, seine Heimat? Was ist im Jod seine Heimat eigentlich? Darf ich Sie ansprechen? Ich will mich nicht als Vertreter der Juden in der Schweiz bezeichnen, aber als Schweizer, der zufälligerweise ein Jude ist. Schon ziemlich lange übrigens, seit ein paar Generationen. Man hat die Judendörfer Endingen und Lengnau vor einiger Zeit angesprochen. Was ist im Jud, der in der Schweiz lebt, seine Heimat? Entschuldigen Sie, eine komische Frage. In der Schweiz natürlich, was denn sonst? Ja, die Frage wird immer wieder gestellt. Ich sage die Frage auch innen stellen. Kann ein Jud, der in der Schweiz ist und die Schweiz als seine Heimat betrachtet, dieser Heimat gegenüber wirklich loyal sein? Ist er da nicht in einem Konflikt, in einer Art doppelten Loyalitätsposition? Ich weiss, auf was Sie ansprechen. Wenn es einen Fußballmatch gibt, Schweiz, Israel, für wen sind Sie denn? Das ist eine sehr gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Herr Feigl, darf ich Sie darauf ansprechen? Ich sagen, Herr, zur doppelten Loyalität. Ja. Sie haben die doppelte Loyalität angesprochen. Ja.
das ist auch kein Problem. Wenn man sagt, die Heimat, das ist ganz klar, das ist da, wo wir Bürger sind, wo wir aufgewachsen sind, wo wir geboren sind. Dass wir Juden aber, von der Religion her, historisch gesehen, durch die Schicksalsgemeinschaft, die die Juden in der ganzen Welt über Tausende von Jahren hatten, selbstverständlich eine ganz klare, ich sage bewusst das Wort sogar, auch Bindung hat zum Land Israel, wo schließlich biblisch begründet ist, nicht nur für die Juden, auch für die Christenheit. Das lässt sich nachweisen, wenn man will ins Religiöse hineingehen, daraus den Juden einen Strick drehen will. Das ist dann bereits auch wieder eines von diesen Elementen, das leider vorkommt. Und ein letztes Wort darf gesagt werden. Ich bin dem Advocatus Diaboli sehr dankbar, dass er die Klischee alle gebracht hat. Und ich könnte mich als Jude freuen, dass niemand ihn eigentlich unterstützt. Aber etwas möchte ich sagen, und dann kommt vielleicht noch ein bisschen für die Diskussion hinein, wo jetzt mir eigentlich fehlt. Ich kann nicht glauben, dass in dem Auditorium, wo das ist, auf 4 Tribünen verteilt, keine Antisemiten sind. Ja, richtig. Es würde mich freuen, ich glaube es aber nicht. Ich wette, die Vorurteile vom Advocatus Diaboli teilen, wo sogar noch viel schärfer wette urteilen, die wette ich bitten, sie sollten doch den Guri haben und das Maul aufmachen. Jawohl, bravo. Herr Bigler. Die Auffassung von dem Herrn. Ich habe bisher den Eindruck bekommen, dass wir harmonisieren. Wir reden im Grunde ein bisschen an der Thematik vorbei. Es weiß jeder Mann, dass, wie das der Dr. Guido Müller im Nationalrat erklärt hat, ein Freund von den Juden, der sich eingesetzt hat in der Flüchtlingszeit, in jedem von uns lebt ein kleiner Antisemit und ich spüre ihn auch in meinem Herzen pochen. Und ihr werdet nicht sagen, dass das so schön harmonisch ist, wie das da Ihnen zum Ausdruck kommt. Ich möchte zurück zum Stock. Der Pfarrer sagt dort, mit positiven Vorurteilen, er hat das Vorurteil. Das Vorurteil ist da, es ist positiv. Ihr seid ebenso anders, ihr seid empfindlich. Und jetzt möchten wir uns die Frage stellen, warum ist es im Grunde so? Wieso kommt ein Pfarrer, Vertreter von Kirche, dazu, dass zu sagen, die Kirche hat sehr eine intensive antisemitische Tradition. Und zwar seit Jahrhunderten, seit Nicea, sie hat es beim Luther gehabt, sie hat es bis in die neueste Zeit gehabt, sie hat es im Unterricht drin gehabt. Und wir sollten das heute Abend einmal zum Gespräch nehmen. Und da gibt es vielleicht ein bisschen Zündstoff. Darf ich Sie bitten, den Gedanken im Hinterkopf zu behalten für die nächste Diskussion? Wir machen hier eine Zäsur, wir spielen weiter. Bleibt mir anders übrig. Da steht eine Dame und fragt, ob es ein anständiges Zimmer gibt. Eine Dame, ihr hört's. Unser einer kämpft, wenn's losgeht, bis zum letzten Mann. Und der bewirtet sie. Ich sag, pfui Teufel. Eine von drüben. Ja, keine Aufregung. Wieso kann Andorra nicht überfallen werden? Die Lage ist gespannt, ich weiß. Gespannt wie noch nie. Sie ist ja schon seit Jahren. Wozu haben Sie Truppen an der Grenze? Ich bin weit in der Welt herumgekommen. Eins könnt ihr mir glauben, es gibt in der ganzen Welt kein Volk, das in der ganzen Welt so beliebt ist wie wir. Das ist eine Tatsache. Schon. Was kann einem Land wie Andorra schon passieren? Einmal ganz sachlich. Ja, das stimmt. Das stimmt. Was stimmt? Kein Volk ist so beliebt wie wir. Schon. Also beliebt ist gar kein Ausdruck. Jedes Kind in der Welt weiß, dass Andorra ein Hort ist. Ein Hort des Friedens, der Freiheit und der Menschenrechte. Ja, sehr richtig. Ich sage euch, sie werden es nicht wagen. Da bitte. Statt dass er das Gepäck hinaufbringt, dieser Idiot, läuft er wieder davon. Was will die hier? Eine Spitzelin. Was sonst? Eine Spitzelin. Und er bewirtet sie. Grinsen Sie nicht so blöd. Spitzelin ist gut. Ja, was soll die denn sonst sein? Es heißt nicht Spitzelin, sondern Spitzel. Auch wenn die Lage gespannt ist. Und wenn es sich um eine weibliche Person handelt. Die
Ich frag mich wirklich, was die hier sucht. Was fehlt noch? Na, ich bin kein Verräter! Ich bin der Wirt! Ich werde der Erste, der einen Stein wirft. Aber noch gibt es ein Gastrecht in Andorra. Ein altes und heiliges Gastrecht. Nicht wahr, Professor? Nicht wahr? Die Lage ist nicht zum Lachen, Herr. Spitzelin ist sehr gut. Ja, bitte. Wieso meinen Sie, Andorra kann nicht überfallen werden? Man hört mir ja nicht zu. Unser großer Dichter Perrin hat einmal gesagt, unsere Waffe ist unsere Unschuld. Oder umgekehrt, unsere Unschuld ist unsere Waffe. Ein Volk wie wir, das sich auf das Weltgewissen berufen kann, wie kein anderes. Ein Volk ohne Schuld. Wie er wieder rumschleicht. Andorani, ich sage euch, sie werden es nicht wagen, weil schlagartig die ganze Welt uns verteidigen wird, weil das Weltgewissen auf unserer Seite ist. Schlagartig. Hören Sie endlich auf zu lachen. Ich bin ein fröhlicher Charakter. Tja, Ihr Humor ist hier nicht am Platz. Halt, was soll denn das? Gott, was ist da unten? Was für ein Unsinn! Darauf warten Sie bloß. Belästigung von Reisenden in Andorra, damit sie einen Vorwand haben gegen uns. So ein Unsinn! Sag pfui Teufel! Ein Glück, dass niemand gesehen hat. Ich gehe. Ich auch. Bitte sehr. Ist dir etwas vorgefallen? Kann ich etwas trinken? Mit Vergnügen, Madame. Was trinkt man hierzulande? Wir haben alles, Madame. Ein Glas frisches Wasser wäre mir am liebsten. Mit Vergnügen, Madame. Der Herr hat einen fröhlichen Charakter. Mir ein Korn. Ja, immer diese Klimperkiste! Hast nichts anderes im Kopf! Gibt es in Andorra keine Frauen? Nein, aber Männer. Kennst du einen Lehrer namens Khan? Bring ihm diesen Zettel. Wie geht's denn deiner Braut? Ein alter Rabbi hat ihm das Märchen erzählt von David und Goliath. Jetzt will er uns den David spielen. Was will er denn bloß? Fedri, warum hast du mich verraten? So, jetzt mach ich zur Sau. Meinst, ich will deinetwegen in Arrest? Nein! Nein, nein, nein! Jut, verdammter! Wer bist du? Ich bin nicht feig. Wie heißt du? Ich bin nicht feig. Was ist geschehen? Schauen Sie einen Arzt. Geben Sie her. Ich bin nicht feig. Sie haben ihn mit Füßen getreten. Das ist unmöglich, Madame. Stehen Sie nicht so da. Holen Sie einen Arzt. Ich will keinen Arzt. Ich kenne den Arzt. Ich kann schon gehen. Er hat angefangen.
Ich hab's gesehen. Bring mich zu deinem Vater. Du hast gesagt, unser Sohn sei Jude. Warum hast du diese Lüge in die Welt gesetzt? Ein andorranischer Krämer erzählte überall bei uns die rührende Geschichte von einem andorranischen Lehrer, der damals zur Zeit der großen Morde ein Judenkind gerettet habe, dass er hege und pflege wie seinen eigenen Sohn. Ich schickte sofort einen Brief. Bist du dieser Lehrer? Weißt du, was du getan hast? Ich wartete auf Antwort. Ich schrieb ein zweites Mal, ein drittes Mal. Ich wartete vergeblich auf Antwort. Warum hast du diese Lüge in die Welt gesetzt? Warum? Du hast mich gehasst, weil ich feige war, als das Kind kam, weil ich Angst hatte vor meinen Leuten. Als du an die Grenze kamst, sagtest du, es sei ein Judenkind, das du gerettet hast vor uns. Warum? Weil auch du feige warst. Weil auch du Angst hattest vor deinen Leuten. War es nicht so? Aber vielleicht wolltest du auch nur zeigen, dass ihr so ganz anders seid als wir, weil du mich gehasst hast. Aber sie sind hier nicht anders. Nicht viel. Warum gehst du nicht? Kann. André. Ich bin froh, dass ich dich gesehen habe. Weißt du, dass du schön bist? Sie verlassen uns. Man bittet darum. Wenn Sie sagen, kein Land sei schlechter und kein Land sei besser als Andorra, warum bleiben Sie nicht hier? Möchtest du das? Ich bin eine von drüben, eine Schwarze. Ich verdrieße sie. Aber wir werden uns wiedersehen. So hoffe ich. Wir werden uns wiedersehen. Als ich in deinem Alter war, mein Vater, ein Offizier, war gefallen im Krieg. Ich weiß, wie er dachte. Und ich wollte nicht denken wie er. Wir waren jung, wie du. Und was man uns lehrte, war mörderisch. Wir durchschauten ihre Welt. Wir verachteten sie. Und wir wollten eine andere wagen. Wir wollten keine Angst haben vor den Menschen. Um nichts in der Welt. Wir wollten nicht lügen. Aber als wir sahen, dass wir die Angst nur verschwiegen, da hassten wir uns. Unsere andere Welt dauerte nicht lange. Und wir kehrten zurück, wo wir herkamen, als wir so jung waren wie du. Verstehst du, was ich sage? Nein. Werden wir uns wiedersehen? Ich möchte es. Begleite sie. Aber nicht über den Platz. Geh hinten herum. Warum hinten herum? Geh.
Jetzt weißt du es. Du verstehst mich nicht, darum habe ich dir nie davon erzählt. Was wird André dazu sagen? Mir wird er nicht glauben. Pater Benedikt soll es ihm sagen, ich habe ihn hergebeten. Ich verstehe mehr, als du glaubst, Kahn. Du hast sie geliebt, aber mich hast du geheiratet, weil ich eine Andorranerin bin. Du hast uns alle verraten, aber den André vor allem. Fluch nicht auf die Andorraner. Du selbst bist einer. Hochwürden haben eine schwere Aufgabe in diesem Haus. Hochwürden haben unserem André erklärt, was das ist, ein Jud, und dass er es annehmen soll. Nun hat er es angenommen. Nun müssen Hochwürden ihm sagen, was ein Andorraner ist und dass er es annehmen soll. Wieso schon zurück? Sie will allein gehen, sagt sie. Sie hat mir das hier geschenkt. Ihren Ring? Ja. Wer ist sie? Dann begleite ich sie. Hoffentlich lässt der Pöbel sie in Ruhe. Er ist eifersüchtig. Sie ist eine fantastische Frau. André, ich habe dir etwas zu sagen. Alle tun so steif. Es freut mich, dass sie dir gefällt. Sie wollen mir sagen, man soll halt nicht zu einem Soldat gehen und ihm die Mütze vom Kopf hauen, wenn man weiß, dass man Jud ist. Man soll das überhaupt nicht tun. Doch bin ich froh, dass ich es getan habe. Denn ich habe etwas gelernt dabei, auch wenn es mir jetzt nichts nützt. Ich glaub's, dass sie es wohl meinen, Hochwürden. Sie sind Christ von Beruf, aber ich bin Jud von Geburt. André! Und drum werde ich jetzt auswandern. André! Dieser Ring wird mir helfen, dass sie jetzt schweigen, Hochwürden. Dass sie es niemandem sagen, das ist das Einzige, was sie für mich tun können. Ich muss gehen. Ich habe so etwas Gehetztes. Ich weiß, Hochwürden haben ganz recht. André, auch ich habe nichts davon gewusst, als wir das letzte Mal miteinander redeten. Aber nun, André, ist deine Mutter gekommen. Wer ist gekommen? Diese Dame. André, du bist kein Jud. Hochwürden, das fühlt man. Was fühlt man? Ob man Jud ist oder nicht. Ich sage und schwöre beim Heil meiner Seele, André. Du bist sein Sohn, der Sohn vom Lehrer. Und von Jude kann nicht die Rede sein. Es war aber viel die Rede davon. Seit ich höre, hat man mir gesagt, ich sei anders. Und ich habe geachtet drauf, ob es so ist, wie sie sagen. Und es ist so. Ich bin anders. Man hat mir gesagt, wie meinesgleichen sich bewege, nämlich so und so. Und ich bin vor den Spiegel getreten. Und sie haben recht. Ich bewege mich so und so. Und ich habe geachtet auch darauf, ob ich alleweil denke ans Geld. Und sie haben abermals recht. Ich denke alleweil ans Geld. Und ich habe kein Gemüt. Ich hab's versucht, aber vergeblich. Ich habe kein Gemüt, sondern Angst. Ich wollt's nicht wahrhaben, was sie mir sagten. Aber es ist so. Ich fühle nicht wie sie. Und ich habe keine Heimat. Hochwürden haben gesagt, man muss das annehmen. Und ich hab's angenommen. Jetzt ist es an euch, euren Jud anzunehmen. André, du möchtest ein Jud sein? Ich bin's. Lang habe ich nicht gewusst, was das ist. Jetzt weiß ich's. Was ist geschehen? So reden Sie doch. Sie ist tot. Die Dame, die... Wie ist das geschehen? Ein Stein. Wer hat ihn geworfen? André, sagen Sie. Der Wirt habe es mit eigenen Augen gesehen. Er war hier.
Sie sind sein Zeuge. Ja. Ja, ja, ja. Also ich finde das ja auch gemeint, dass jetzt alle unterstellen, der André hat den Stein gerührt. Vor allem, weil man ja weiß, dass er gar kein Jude ist. Aber da stimmt an dem Stück eigentlich auch etwas nicht, denn das gibt es doch gar nicht, dass einer, wo kein Jude ist, als Jude angeschaut wird. Ich meine, das kann ich mir nicht vorstellen, dass bei uns einer, der nicht selber Schuld hat, zum Prügelknab wird. Und ich glaube, da sind eben die Juden doch selber schuld, wenn sie hin und wieder, und wenn es nur ein Teil ist, halt die Schwierigkeiten auslösen. Weil sie wollen sich oder können sich nicht assimilieren bei uns. Ich meine, wenn sie sich unserer schweizerischen Wesensart würden anpassen, dann gäbe es die Schwierigkeiten nicht. Aber was machen die Juden? Sie kaufen ganze Wohnquartiere zusammen, bilden eigene Ghetti, oder? Und eigene Schule haben sie, Turnverein haben sie noch, Fadi haben sie, und was eigene Metzgereien wahrscheinlich noch, für ihr Koscher Fleisch. Und ich meine, sie tun sich ja regelrecht absondern, oder? Und die Absonderung, finde ich, ist ja ein Beweis dafür, dass eben stimmt, dass die Juden eigentlich keine Heimat haben. Sie wandern durch die ganze Welt und überall dort, wo sie ein paar Juden sehen, suchen sie sich zusammensuchen und dort sind sie dann die Heim. Die Juden wollen sich nicht assimilieren, sie können sich nicht assimilieren. Ich möchte auf diese Frage gerade zu sprechen kommen. Darf ich aber bei meinem ersten Gedanken anknüpfen, wenn der Advocatus Diaboli gestattet? Es ist ausdrücklich gesagt worden von Ihnen vorher, das gibt es ja nicht, wenn ich Sie recht verstanden habe, das gibt es ja nicht, dass ein Nicht-Jude als Jude behandelt wird. Und ich erinnere mich an einen Brief. Ich möchte fragen, ist der Herr Möckli bei uns im Publikum? Da, ja. Herr Möckli, Sie haben uns einen Brief geschrieben. Ja. Mit einer Geschichte. Und dürfte ich Sie bitten, die Geschichte uns zu erzählen? Ja, also ich bin Schweizer. Und ich bin aufgewachsen in Stein am Rhein, das dürfen wir ruhig sagen. Das ist ziemlich nahe an der deutschen Grenze. Und ich war ein 11-jähriger Bub 1943, also mitten im Krieg. Und da sind einfach unglaubliche Sachen passiert. Angefangen hat es eigentlich ganz plötzlich in der Schule. Haben die Kameraden von mir gesagt, du, bist du eigentlich ein Jude? Bei mir zuhause haben sie gesagt, wenn einer so eine Nase hat wie du, dann ist er ein Jude. Das ist eine Judennase. Und das ist gegangen wie ein Lauffeuer. Dann habe ich in meiner Klasse schon 4, 5 Derek gehabt, die mich einfach immer wegen dem hochgenommen haben zuerst. Nachher haben sie mal angefangen, die Schulsache kaputt zu machen, zu leidwerken, haben mich verschlagen, haben mich abpasset auf dem Schulweg. Nachher sind die höheren Klassen, ich bin hier in die 3. Klasse gegangen, 4., 5., 6., 7., 8., 9. hat es hier noch gegeben. Das waren schon fast ganze Männer gewesen, oder? Bei jeder von diesen Klassen waren ein paar, die das sofort mitbekommen haben. Und ich war bis Lebens nicht mehr sicher gewesen. Die haben mich auf dem Schulweg abpasset, die haben mich an den Füßen gepackt, haben mich an einen Baum aufgehängt mit dem Kopf nach unten und haben gesagt, so, jetzt musst du genau sagen, was wir dir vorsagen. Und vorher lassen wir dich nicht weitergehen. Dann habe ich müssen sagen, mein Vater ist eine verdammte Judensau. Dann haben sie gesagt, ja, der Hitler hat das auch gesagt, und du musst das genau so sagen, oder? Meine Mutter ist eine Judensau und ich bin auch ein verdammter Saujude. So in dem Stil, oder? Wenn das dreimal gesagt habe, habe ich wieder dürfen gehen, dann haben sie mich gelassen. Ich natürlich brüllt und das hat sich einfach immer wiederholt. Ich hatte etwa 2 Jahre lang, 42, 43, habe ich einfach immer die Schwierigkeiten gehabt. Und ich will sagen, es hat nachher übergegriffen, sogar auf die Erwachsenen. Es hat einfach Leute gehabt, dann im Städtchen, die haben mich nicht mögen leiden. Und da ist vorgekommen, wenn ich auf dem Schulweg war und so eine Gruppe Leute zusammengestanden ist, so unter einem Plakat vielleicht, nein, wo gestanden ist, wer nicht schweigen kann, schadet die Heimat und so weiter. So ein bisschen zusammengestanden, so getuschelt. Haben sie mich gesehen, kommen, gerufen, du Bub, komm mal daher. Bist du eigentlich ein Jude? Wem gehörst denn du? Wie heissen deine Eltern? Und das ist fast täglich passiert, eine Zeit lang, fast täglich. Und ich habe also fast nicht mehr gewusst, was machen. Ich habe mich gefürchtet, zum vorausgehen, oder? Ich bin so eingeschüchtert gewesen. Und ich habe gar nicht gewusst, wie ein Jude aussieht. Ich habe keine Ahnung gehabt, oder? Ich habe nur gewusst, aha, dann muss also ein Jude so eine Nase haben. Sonst würden nicht auch die im Kindergarten rufen, Jude, Saujude und so zu mir, oder? Alle haben es einfach gewusst. He? Und irgendwoher haben sie das gehabt. Nicht? Und ich glaube, irgendwie aufgeheizt worden von zu Hause. Es kann nicht anders sein, oder? Sie sind nicht Jude und sind als Jude behandelt worden. Ganz genau, oder? Ich glaube, das ist schon das Wort von der traumatischen Erfahrung am Platz. Ich will Sie noch direkt fragen, Herr Möckli, wenn Sie gestatten.
Leiden Sie heute noch unter dieser Erfahrung? Ich würde sagen, ja, sonst wäre ich nicht da. Unbedingt. Ich hätte noch schnell etwas ja. sagen. Es ist hier auch eben gesagt worden, wenn eine gewisse Anzahl Schweizer eben zu einem Schweizer sagt, du bist ein Jod, dann ist er ein Jod, oder? Ist da gefallen, oder? Und ich würde einfach bei dem sagen, wenn man das so ausleitet, dann sind wir einfach immer noch dort, wo bei 1943, oder? Nehmen Sie den anderen, den man so lange eingeredet hat, er sei ein Jude, bis er selber geglaubt hat. Inzwischen wissen wir vom Stück. Ja, ich hätte viel lieber gehabt, als Bub, ich wäre ein Jude gewesen. Ich habe immer gedacht, wenn ich doch ein Jude wäre und eine gerade Nase hätte, dann sieht man mir sie ja gar nicht an. Das wäre für mich viel schöner, oder? Darf ich doch zurückfragen, jetzt Advocatus Diaboli? Die These vom, es gäbe es ja nicht, dass ein Nicht-Jude als Jude behandelt wird, ist damit doch ganz klar und eindeutig widerlegt. Was sagt Advocatus Diaboli dazu? Ich meine, ich versuche auch lernfähig zu bleiben. Und warum soll ich nicht in diesem Fall zugeben, dass es eben anders ist, als ich gemeint habe? Ja. Ich muss sagen, dass ich 6 Jahre in Israel gearbeitet habe, dass mir als Christ genau dasselbe passiert ist oder ähnlich, wie ihm jetzt die Geschichte erzählt hat. Nur ein Beispiel, ja, zum Beispiel wollte ich Hebräisch lernen. Mir hat mich in Israel abgelehnt, weil ich nicht Jod bin. Und ich muss also nach allem sagen, was ich bis jetzt gehört habe, ich muss den Advocatus Diaboli voll unterstützen. Auch wenn sicher, was passiert ist, nicht christlich war. Sind Sie diskriminiert worden, wenn ich Sie recht verstehe, in Israel, ja. weil Sie nicht Israeli waren oder ja. weil Sie Schweizer waren? Weil ich nicht Jod bin. Ja. Ist es richtig, darf ich die Frage an einen Juden stellen hier im Raum, ist es richtig, dass man überhaupt nur israelischer Staatsbürger werden kann, wenn man einen jüdischen Elternteil hat? Ist das richtig und ist das nicht auch eine Form von Rassismus? Ja? Das ist ein Blödsinn. Es gibt auch Araber, die Israelis sind und die sind zum Teil sogar in der Armee, also von da draußen. Also das, ist das eindeutig, dass das nicht stimmt, Herr Feigl? Das ist natürlich der gleiche. Ich habe es, entschuldigen Sie wie der Herr, der vielleicht nicht einmal Deutsch lesen kann und sagt, er habe im Talmud die 3 Sätze gelesen. Das sind natürlich Idiotien. Und ich muss sagen, mein lieber Freund und Kupferstecher Schmied und Advocatus Diaboli, der hat auch Merkmal, so mit den Händen reden wie er, tun eigentlich wenige Juden, die ich kenne. Ich möchte sagen, wir müssen doch, entschuldigen Sie bitte, ein Mann, der Hebräisch oder Ivrit lehren in Israel, dann muss ich hier sagen, wenn man deswegen nicht Higgi wollen Ivrit lehren lassen oder Hebräisch, weil er kein Jude sei, dann ist er ein Lügner. Das muss ich hier sagen. Und das belege ich Ihnen. Das belege ich Ihnen. Ich nehme den Ehrbeleidigungsprozess auf mich. Darf ich die Zeiten wechseln? Ja. Ohne weiteres. Und jeder Christ, der will kommen und in Israel arbeiten, kann auch Hybrid lehren. Und das ist ein Ulpan, das ist eine Schule. Und da kann man lehren, ob es Juden sind oder Christen. Stimmt also nicht, was der Herr dort sagt. Darf ich den Ball weiterspielen? Also ich lebe auch in Israel und ich weiss, ich habe im Kibbutz gelebt ein halbes Jahr. Sie sind Schweizerin? Ich bin Schweizerin, aber ich lebe in Israel. Und ich weiss, dass nur ein bestimmter Prozentsatz Nicht-Juden angenommen werden an die Ulpanim in den Kibbutzim. Und das, ich finde das auch, dass das eine Diskriminierung ist, obwohl ich auf der anderen Seite den Grund für das verstehe, wo zu Knut einfach sagt, dass sie wollen, jüdische Einwanderer nach dem Kokas Schwut und all das, dass jeder Jude darf nach Israel zurückkommen und dass sie deshalb bestimmen, nur so und so viele Nicht-Juden aufzunehmen in den Ulpanim. Aber auf der anderen Seite, aber ich finde trotzdem, dass es eine Diskriminierung ist den Christen gegenüber. Und ich weiß auch, dass Christen in Israel zum Teil diskriminiert werden. Und ich glaube nicht, dass man das verharmlosen darf und irgendwie wegen dem auf der, irgendwie darf sagen, das stimme nicht. Auf der anderen Seite darf man nicht sagen, dass das einen Grund gibt, einem Advocatus Diaboli zu sagen, er habe Recht, weil das sind zwei komplett verschiedene Sachen. Es ist beides Diskriminierung, aber das eine hat trotzdem nichts mit dem anderen zu tun. Aber Sie würden doch sagen, dass die Juden selber in ja. Israel die Diskriminierung praktizieren, unter der sie selber an ja. anderen Orten, ja. zum Beispiel in der Schweiz, leiden? Ganz sicher. Und ich, bin auch sehr dagegen und kämpfe dagegen. Und ich finde, das sollten auch wir Juden
zugeben und sehen, dass das existiert. Ja, bitte. Es ist ein bezeichnendes Merkmal von allen Minderheiten, dass sie intolerant sind. Und ich glaube, ein Merkmal, das wir beide haben, ist eine gewisse Intoleranz. Die Intoleranz von der Schweiz, die zeigt sich zum Beispiel mit dem Schachtverbot. Warum kann man das Schachtverbot nicht aufheben, wenn man gleichzeitig unser Schlachtvieh auf bestialische Art und Weise in den Schlachthöfen offiziell umbringt? Wir sehen es mit der Fremdarbeiterpolitik, wo man verbietet, dass ein Arbeiter, ein Südländer meinetwegen, seine Familie kann nachziehen in die Schweiz, wo er ja seinen Verdienst hat. Das sind so ganz typische Grundhaltungen von intoleranten Leuten. Nicht? Und da könnte man natürlich jetzt zum Beispiel von Palästina reden, aber ich glaube, das ist jetzt da nicht das Thema. Aber es wäre schon Zeit, dass man richtig zur Sache kommt. Sonst könnte man dann einfach mit dem Franz Hohler sagen, sind alle so nett. Das wäre dann am Schluss das, was rauskommt, wenn wir nicht auf den Kern kommen. Und jetzt wäre zum Beispiel eine ganz präzise Frage, würde ich lauten. Wie wird man Jude, wenn man nicht als Jude geboren ist? Das kann vielleicht jemand beantworten. Ich finde diese Frage absolut wert, dass wir sie versuchen zu beantworten. Wie wird man Jude, wenn man nicht als Jude geboren wird? Wollen Sie vielleicht auch dazu Stellung nehmen? Ich muss sagen. Ich bin wahrscheinlich der Einzige, der hier ist, der 2 Jahre lang gelitten hat in 4 Konzentrationslagern. Ich bin verraten worden, ich habe für die Schweiz gearbeitet, bin eingetreten im Auftrag von der Schweiz, also nicht direkt von der Schweiz, sondern von den Franzosen, den ich als Bürgerrecht auch bekommen. Ich soll mich beim Deutschen Roten Kreuz melden in Toulouse. Die haben das Inserat gemacht, wo sie Frankreich überrennt haben, Dolmetscher gesucht. Und ich bin gegangen auf das Konsulat auf Schweizerisch. Und da gesagt, das wäre sehr gefährlich. Es ist so, aber ich kann ja Französisch und Deutsch. Dann soll ich mich melden. Das habe ich dort gemacht. Es hat auch einen weiten Umweg gegeben. Sie haben mich mit dem Flugzeug geholt. Angeblich hat der General Vogel kommen, auch mit von Francassel. Und ich bin dort auch hingegangen, habe müssen. Und danach ist das aber nicht ein General gewesen, der kam, ist nur ein Pilot. Und ich musste dann noch zum Moulin Spalier laufen, mit meinen schäbigen Kleidern, die ich noch hatte. Und nachher bin ich auf Dijon geführt worden und dort habe ich den Massenmörder Barbie angetroffen. Ich bin hier weitergekommen und habe für die Schweiz gearbeitet. Ich bin alle Monate einmal bis 4-mal, manchmal nur 3-mal in die Schweiz gekommen und ich habe zuletzt, als ich gesehen habe, dass ich zu viele Leute gerettet habe in Lyon, ich habe über 2000 Menschen können retten, aber nicht ich allein, sondern ich hatte einen Nebenschweizer, einen Brocke, der nicht mehr in die Schweiz herkommen durfte. Er war Zeitungsverkäufer. Und als ich dann nachher heimkam, ich war noch in Anmas Untersuchungsrichter und habe alle Gefangenen freigelassen. Den ersten Untersuchungsrichter habe ich gefüllt mit Schnäpsen am Morgen, dass er nichts machen konnte und hätte dann noch die Bescheinigung von der Freilassung unterschreiben. Dort habe ich das ganze Gefängnis freigelassen. Der letzte, den ich noch freilassen konnte, hat ganz genau gleich geheissen wie Gottlieb Fuchs. Das ist mein Name. Ich bin aber Schweizer und Franzose und das hat nicht einmal Französisch können. Der war gefangen. Und ich bin hier wieder auf Lyon zurück und musste einen Spion, Melamed in die Schweiz hier tun. Entschuldigung, können wir die Diskussion nicht ein bisschen verkürzen? Ich meine, es hat sicher noch viele andere, die zugunsten von mir etwas sagen wollen. Nachher bin ich verraten worden. Und zum Dank, dass ich die grössten Spione können anzeigen und auf die Pläne stellen von einem Dings, wo Baumeister, haben sie mir noch 6,5 Jahre Zucht ausgegeben. Aber es ist anders gekommen. Der Bundesanwalt hat sich hier fertig gemacht. Und der Oberst Bauer und der Oberstleutnant Studer haben mich verteidigt. Ich habe 28 Tage Kisten bekommen, wegen Neutralitätsverletzung. Gut. Wir kommen auf die ganze
Problematik vom Zweiten Weltkrieg, Aktivdienst und so weiter noch zurück in der Schlussdiskussion. Aber Sie werden verstehen, dass ich natürlich nicht in dieser epischen Breite jetzt hier weiter diskutieren kann. Wenn Sie gestatten, ich will doch jetzt bei dieser zentralen Frage, die vorher vom Advocatus Diaboli ins Spiel gebracht worden ist, wieder einhaken, nämlich Behauptung. Und ich will Sie bitten, dass wir uns jetzt auf diese Fragestellung noch einen Moment konzentrieren. Die Juden, die wollen sich nicht assimilieren, die können sich nicht assimilieren, sie bilden sich ihre eigenen Ghetti. Und ich möchte die Frage doch stellen, gerade vielleicht mit einem Vertreter der jüdischen Minderheit. Hier oben sehe ich zwei Junge. Darf ich einem von euch vielleicht das Wort geben? Ihr, wenn ihr euch als Vertreter der jüdischen Minderheit in der Schweiz, wie es der Advocatus Diaboli behauptet, wenn ihr euch nicht oder nur teilweise oder bedingt assimilieren? Oder wenn ihr ganz bewusst eure Eigenart wahren? Ich glaube, das Schöne und das Tolle, um in der Schweiz zu leben, ist eben das, so fasse ich es aus, dass eben in der Schweiz jeder das Recht hat, seine Eigenart können zu bewahren. Die Schweiz ist ja ein Vielartenstaat. Ich meine, es gibt Tessiner, es gibt Jurassier, es gibt Basler. Man kann den Schweizer nicht definieren. Ich erinnere nur an den Film «Die Schweizer machen». Wer ist Schweizer? Ich glaube, es ist niemand da innen im Saal, der schlüssig definieren kann, das ist der Schweizer, so muss er aussehen. Und ich glaube, das Wesentliche da in, für uns ist doch das, dass wir uns als Schweizer können fühlen können. Ich meine, ich habe ein paar hundert Dienstage in der Schweizer Armee geleistet. Und ich darf sagen, ich habe meine Pflicht, so wie es gegangen ist, im Vaterland gegenüber erfüllt. Aber trotzdem möchte ich meine Eigenart als Jude, als orthodoxe Jude, können beibehalten. Ich glaube, dass ich niemandem damit wehtut, wenn ich mit einem Käppchen rumlaufe, wenn ich koscheres Fleisch essen und so weiter und so weiter. Andere Leute laufen ja auch um, wie sie wollen. Es gibt Leute, die laufen mit Turban und mit was auch immer ist um. Wieso kann man nicht akzeptieren, dass die Juden eben so rumlaufen, wie sie es für richtig anschauen? Darf ich Sie ganz hart und direkt fragen? Haben Sie ein gewisses Verständnis für die Schweizer und Nicht-Schweizer, wo denen gegenüber, wo ihr orthodoxes Judentum sehr pointiert und bewusst nach aussen zeigt, dass man das oder die Verhaltensweise als eine gewisse Provokation empfindet in gewissen Kreisen? Haben Sie dafür ein gewisses Verständnis? Ich glaube, ich habe das Verständnis dann, wenn das ganze Gefühl aufgrund von Unkenntnis basiert. Denn das ist meine Erfahrung. Wenn ich ganz kurz eine kleine Geschichte erzähle. Ich habe einmal im Dienst grosse Lampe gehabt, weil ich ein Jude war. Und das war interessanterweise einer. Der ist das erste Mal in seinem Leben, als er in die RS eingerückt ist, mit dem Zug gefahren, zuerst mal allein in einem Nest geschlafen und zuerst mal neue Kleider bekommen. Aus dem Obergums. Der hat noch nie in seinem Leben einen Jude gesehen. Und mit dem, ausgerechnet mit dem, habe ich Lampen bekommen. Und ich möchte auf das Thema eingehen, das ich auch am Anfang mal angeschnitten habe. Ich habe nachher noch lange mit ihm diskutiert. Ich kann Ihnen sagen, am Schluss von dieser Schule war ein guter Kamerad zu mir. Aber ich habe ihn gefragt, wieso das so ist. Und er hat mir gesagt, ja, der Herr Pfarrer hat es uns alten so erzählt. Sehr provokativ, aber so habe ich es erlebt. Ja, bitte. Ich möchte darauf hinweisen, dass, wenn drei Schweizer in einem Dörfli wohnen, in Amerika oder in Afrika, gibt es gerade einen Schweizer Verein. Sie sondern sich auch ab und dann etwas Besonderes sein. Wir Schweizer sind natürlich besser, oder? Oder meiden wir zumindest. Ja, die Dame ganz oben, ja. Ich möchte sagen, wegen den Orthodoxen, die sich anders kleiden, ja, die Nonnen und die Paters und die Brüder von den verschiedenen Orden tun sich ja auch anders kleiden. Und die Appenzeller kommen da auch etwas anders her. Und niemand stößt sich dran. Darf ich die Zeiten noch mal wechseln wegen der Assimilation? Es ist ja auch ein Vorurteil, ich sage es jetzt mal so, ein Vorurteil gegenüber den Juden. Der Herr hat seine paar hundert Dienstage angesprochen. Es wird immer wieder gesagt, man kann immer wieder hören, es ist typisch jüdisch, dass sie sich nicht nach aussen exponieren wollen. Es ist typisch jüdisch, dass es zum Beispiel sehr wenige höhere Offiziere gäbe in der Schweizer Armee. Es gibt zum Beispiel, hat noch nie einen schweizerischen Bundesrat gegeben, der jüdisch war. Sie ziehen, so wird gesagt, im Sinn von dem Vorurteil, den ich zitiere, die stille Unterwanderung vor. Sie tagen sich lieber überall dort einnisten, wo sie zum Beispiel im wirtschaftlichen Bereich können zu einflussreichen Positionen kommen. Das ist ein Vorurteil, das man immer und immer wieder hören kann. Ich möchte einen Vertreter der Juden in der Schweiz fragen, der sich vielleicht bis jetzt noch nicht geäussert hat, was er zu dem
Urteil oder Vorurteil zu sagen hat. Ja, bitte. Schau mal auf, wie viele jüdische Grossindustrielle das es in der Schweiz gibt. Dann Sie mir einmal nehmen von jüdischen Grossindustriellen in der Schweiz aufzählen. Darf ich die Frage, die ich vorher gestellt habe, Ihnen noch stellen? Also man muss doch auch die Gesamtheit, die Gesamtanzahl der Juden zur Gesamtanzahl von der jüdischen Schweizer Bürger zu den Juden, zu den allen Schweizer in Relation stellen. Dann ist es, glaube ich, nicht verwunderlich, dass es keinen Bundesrat gibt, keinen jüdischen. Und dann muss man, glaube ich, auch noch einen wichtigen Unterschied machen. Sie reden die ganze Zeit von assimilieren. Ich würde Ihnen vorstellen, das Wort durch integrieren zu ersetzen. Nicht integrieren ist, ein Mitglied von der schweizerischen Gesellschaft zu werden, bei der Beibehaltung von der Eigenart, wie es ja in der Schweiz Dutzende von Eigenarten gibt. Hingegen assimilieren wäre ein völliges Aufgehen und eine Verflachung und ein Verlust von der Traditionen. Ich glaube, integrieren können sich die Juden, assimilieren wollen sie sich nicht und sollten sie sich auch nicht. Sie rennen mit dieser Definition bei mir offene Türen ein und wahrscheinlich bei vielen hier im Studio auch. Aber glauben Sie, dass Ihre Definition von Assimilation die allgemeingültig ist für uns Schweizer? Ich glaube, sie trifft ja nicht nur für die Juden zu. Assimilation betrifft jede Minderheit, die sich in einer Mehrheit muss, integrieren muss. Also in einer Mehrheit muss sie aufgehen. Und die Leute, die sagen, die Juden können sich nicht assimilieren, die sagen ein anderes Mal, irgendeine andere Minderheit kann sich nicht assimilieren. Ein Blick auf die Uhr. Es tut mir leid, wir müssen weiterspielen. Die Schwarzen. Kein Andoraner hat etwas zu fürchten. Erstus. Jedes Blutvergießen soll vermieden werden. Im Namen des Friedens. Wer eine Waffe trägt oder versteckt, ist des Todes. Der Oberbefehlshaber. Kein Andoraner hat etwas zu fürchten. Du bist verloren, Andri, wenn du uns nicht glaubst. Er ist dein Vater. Du musst uns glauben. Hast du viele Male geschlafen mit ihm? Ich frage, ob du viele Male mit ihm geschlafen hast, während ich hier auf der Schwelle hockte und redete von unserer Flucht. So ist ja alles gar nicht. Ich möchte ja nur wissen, ob es viele Male war. Ich dachte, wir lieben uns. Du bist ungerecht. Wieso ungerecht? So ungerecht. Ich frag ja bloß, weil du meine Braut warst. Warum so zimperlich? Das kannst du mir doch sagen jetzt, wo du dich als meine Schwester fühlst. Ich hab zu lange gewartet auf dich. Wir dürfen dir nichts antun. Wer bestimmt das? Ich bleib bei dir. Jetzt kommt wieder die Angst. Komm in meine Kammer. Warum willst du mich denn verstecken? Niemand weiß, dass hier noch eine Kammer ist. Außer Paida. Erinnerst du dich? Mein Kopf in deinem Schoß? War ich euch nicht im Weg? Ich kann es mir nicht vorstellen. Und ich hab's nicht mal gespürt, wenn Paida in deinem Schoß war. Dein Haar in seinen Händen. Wenn schon. Es ist ja alles geschehen. Sie merken es, wo die Angst ist. Sie gehen vorbei. Sie umstellen das Haus. Andri! Andri! Du bist verloren, wenn du uns nicht glaubst. Du musst uns glauben. Er ist dein Vater. Du musst uns glauben, Andri. Zieh dich aus. Du hast den Verstand verloren. Andri! Küss mich und umarme mich. Es ist deinerlei. Tu nicht so treu, du. Küss mich. Nein, nein. Kannst du nicht, was du mit jedem kannst, fröhlich und nackt? Einer mehr oder weniger. Zier dich nicht. Jetzt lass mich. Was ist anders mit mir? Sag's mir.
Du bist verloren, André, wenn du uns nicht glaubst. Er ist dein Vater. Du musst uns glauben. Jud, Jud, Jud. Unser Jud. Es gibt keinen Jud. Hört meinen Bruder nicht an. Er ist mein Bruder. Die Judenschau wird's zeigen. Was ist das? Alle müssen zur Judenschau. André! 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 Sagen Sie plötzlich, er sei keiner. Was sagen Sie? Er sei keiner. Sie sagen, er sei keiner. Wer hat den Stein geworfen? Sieht man doch auf den ersten Blick. Wer sagt das? Der Lehrer. Das wird sich ja jetzt zeigen. Jedenfalls hat er den Stein geworfen. Ist das erwiesen? Erwiesen. Keiner geht über den Platz. Dann sollen Sie uns alle holen. Wir müssen ein Zeichen geben. So ein Unsinn. Keiner geht über den Platz, dann sollen sie uns alle holen. Wir müssen nur ein Zeichen geben. Wir müssen ein Zeichen geben. Was ist los? Was sagt sie? Nur jetzt keinen Widerstand. Jetzt keine Aufregung. Kein Andorraner hat etwas zu fürchten. Der fragt, ob es erwiesen sei. Ja, wer denn sonst soll den Stein geworfen haben? Ich frag ja bloß. Ja, einer von uns vielleicht. Ich war nicht dabei. Ja, aber ich... Still jetzt. Wir sollen nicht reden. Hier, an dieser Stelle, bitte sehr. Hier jetzt keine Aufregung. So hat ihn gelungen. Ein Pflasterstein, so hat ihn gemacht. Wozu die schwarzen Tücher? Was sollen wir damit? Judenschau. Wie sie einem ganzen Volk diese Tücher verteilen, ohne ein lautes Wort, das nenne ich Organisation. Seht euch an, wie das klappt. Die stinken aber. Angstschweiß. Kein Andorraner hat etwas zu fürchten. Wenn er keiner ist, warum versteckt er sich dann? Warum kommt er nicht auf den Platz wie unser einer? Sehr richtig. Sie haben ihn gefunden. Ich möchte nicht in seine Haut stecken. Jedenfalls hat er den Stein geworfen. Achtung! Das ist er. Wer? Der Judenschauer. Wenn der sich irrt. Der irrt sich nicht. Ja, gesetzten Fall, was dann? Der hat den Blick, verlasst euch drauf. Der riecht's. Der sieht's am bloßen Gang, wenn einer über den Platz geht. Der sieht's an den Füßen. Warum sollen wir die Schuhe ausziehen? Er hat das gelbe Plakat nicht gelesen. Er ist das Judenschauer geschult. Du lass mich in Ruhe. Sie ist ja übergeschnappt. Keiner soll über den Platz gehen, sagt sie. Sie will ein Zeichen geben. Sie ist ja übergeschnappt. Jetzt geht's los. Ich zieh kein schwarzes Tuch über den Kopf. Befehl ist Befehl. Aber tut denn das alles? Das machen Sie überall. Wenn einer Sie versteckt, das habt ihr jetzt davon.
wenn wir ihn ausgeliefert hätten, sofort. Ich ziehe kein schwarzes Tuch über den Kopf. Ich bin der Wirt. Ein jedes Kind weiß es. Ich bin der Wirt, ich bin kein Jud. Er hat das gelbe Plakat nicht gelesen. Ja, und einer der Mörder ist, sie untersucht es nicht. Tuch drüber. Sie wollen es nicht wissen. Tuch darüber. Dass einer sie fortan befürchtet mit Mörderhänden. Es stört sie nicht. Wohlstand ist alles. Wirt bleibt Wirt, der Amtsarzt bleibt Amtsarzt. Schau sie dir an, wie sie gehorchen. Was könnt ihr doch nicht machen? Ihr da? Wer bin ich? Ihr könnt mich doch nicht einfach im Stich lassen. Hey, du da. Wer bin ich? Du bist der, der den Stein geworfen hat. Warum sagst du, mein Sohn hat's getan? Achtung! Wieso haben Sie kein Tuch über dem Kopf? Wo ist mein Sohn? Wer? Wo ist André? Ach, der ist dabei, keine Sorge. André ist mein Sohn. Das wird sich jetzt zeigen. Also, Andorana. Ein Pfiff heißt losgehen. Zwei Pfiffe, stehen bleiben und Tuch ab. Wer kein Jud ist, ist frei. Das heißt, er geht an seine Arbeit. Wer nicht stehen bleibt, wird auf der Stelle erschossen. Schuhe aus. Wo bleibt Pater Benedikt? Ruhe! Pater Benedikt weiß die Wahrheit. Du doch nicht. Das ist das Zeichen, sag's ihm. Kein Andorraner bewegt sich. Keiner von uns. Sag's ihm. Dann sollen sie uns alle erschießen. Dann sollen sie uns alle holen. Tuch ab! Halt! Nicht Sie! Der hier! Tuch ab! Der hat den Blick, das habe ich euch gesagt, der sieht seinen Füßen. Zwei Schritt vor. Zwei Schritt zurück. Er hat ihn. Lachen. Er hört zum Lachen. Lachen oder Sie schießen. Lauter. Wenn das kein Judenlachen ist. Tuch ab, Jud. Zeig dein Gesicht. Oder Sie schießen. André. Ich zähle bis drei. Eins. Nein! Zwei! Mein Sohn! Er ist mein Sohn! Drehen. Runter.
Judengeld. Der irrt sich nicht. Was? Judengeld. Euer Geld, unser Geld. Was habt ihr denn anders in den Taschen? Ich sag die Wahrheit. Ist André dein Sohn? Nein. Also. Aber André ist der Sohn von meinem Mann. André ist mein Sohn. Das ist aus Beweisen. Das ist wahr. Und André hat den Stein nicht geworfen. Das weiß ich, denn André war zu Hause, als das geschehen ist. Das schwöre ich. Ich war selbst zu Hause. Das weiß ich und das schwöre ich bei Gott, der unser Richter ist. Ruhe. Sie lügt. Ruhe. Woher dieser Ring? Gib her. Nein. Nein. Bitte. Dann hauen Sie dir den Finger ab. Nein. Ich gehe. Gehen wir. Duckt euch. Geht heim. Ihr wisst von nichts. Ihr habt es nicht gesehen. Geht heim. Vor euren Spiegel. Und ekelt euch. Ich bin die Judenhure Bablin. Wer bist du? Der Soldat soll mich in Ruhe lassen. Hochwürden, er hat ein Aug auf mich. Hochwürden. Hochwürden? Hochwürden, ich bin verlobt. Wo hast du deine Trommel? Wo? Hast du meinen Bruder hingebracht? Vater ist tot. Mein Vater hat sich im Schulzimmer erhängt. Haben Sie einen Finger gesehen? Haben Sie keinen Finger gesehen? Herr Doktor? Und wo bist du gewesen? Pater Benedikt, wo? Als sie meinen Bruder geholt haben, wo? Mein Vater ist tot. Und André? Das hier sind seine Schuhe.
rührt sie nicht an. Wenn er wiederkommt, das hier sind seine Schuhe. Herr Schmid, jetzt haben Sie das Stück ständig unterbrochen. Und jetzt, wo das Stück fertig ist und eine gewisse Betroffenheit spürbar wird, schwiegen Sie. Heißt das, Sie sind mit Ihrem polemischen Latein am Ende? Ich bin echt erschüttert über den Schluss. Ich finde den grauenvoll. Ich kann nur sagen, ich finde das ganz grauenvoll, der Schluss. Nach all dem, was Sie heute Abend gesagt haben, müssen Sie mir natürlich schon die Rückfrage gestatten, wie echt ist die Erschütterung? Ich finde Mord immer grauenvoll, ob das einzelne Menschen sind oder ganze Völker, ob das die Indianer sind oder die Juden oder die Palästinenser. Mord ist ein Verbrechen, immer. Aber ich frage mich, was hätten die Andoraner überhaupt anders machen können? Man hätte sich mit dem André solidarisieren müssen und dann selber das Risiko auf sich nehmen, dass sie alle umgebracht worden wären. Meine, das ist doch nicht denkbar. Das ist ja genau die gleiche Situation, die wir in der Schweiz kennen. Ich meine, wir haben Juden aufgenommen, bis das Boot voll war. Und mehr, wenn wir mehr reingenommen hätten, wären wir ja wahnsinnig gewesen. Ich meine, wir können froh sein, dass wir so Leute kennen wie der Rotmund und der Vonsteiger, die dafür gesorgt haben, dass die Grenze auch wirklich abgesperrt worden ist, damit die, vor allem die Juden aus dem Osten, die ja auch die Schweizer Juden nicht haben wollen, die haben sich auch, sind ja, der Sally Meyer seinerzeit, hat ja mit dem Rotmund zusammen sogar zusammengeschafft, damit ja die Ostjuden nicht in die Schweiz hineinkommen. Ich möchte nur klar machen, dass wir die gleiche Situation haben. Und wir können nur wünschen, dass, wenn wieder mal so eine Situation kommt, dass der Herr Furgler die gleiche staatspolitische Klugheit erweisen wird. Der Advocatus Diaboli wirft den Andoraner vor, sie haben sich mit dem André nicht solidarisiert. Und gleichzeitig nimmt er sie Schutz. Die Andoraner haben nämlich gar keine andere Wahl gehabt. Sie haben sich nicht können mit dem André solidarisieren, sonst wäre ihre eigene Existenz auf dem Spiel gestanden. Mit dieser Frage wird die Schlussdiskussion einleiten. Hätten sich die Andoraner mit dem André müssen solidarisieren? Mit dem Opfer von Rassismus müssen wir sich immer solidarisieren. Bitte. Wir reden immer vom Unterbewusstsein. Und der Herr Möckli hat gesagt, was ihm passiert ist. Und der Herr hat dann und gesagt, in jedem steckt ein bisschen Antisemit drin. Ich glaube, alles, was wir heute Abend gesehen und geredet haben, geht an einem zentralen Punkt vorbei. Und das heisst, was ist eigentlich das Unterbewusstsein? In der ersten Klasse in Baden hatte ich 3 Oscars. Darum ich bei allen Oscars, die da sind, in der Schweiz entschuldigen. Vorher. Der erste Oscar war ein vollständiger Double. Der ist gerade am ersten Tag Spezialklasse gekommen. Der zweite Oscar konnte 2-3 Tage bleiben, auch in die Spezialklasse kommen. Der dritte Oscar hat es fast 3 Wochen ausgehalten oder 2,5, ist nachher auch in die Spezialklasse gekommen. Heute, wenn Sie sagen zu mir, im ersten Moment, oder einer sagt, der heisse Oscar, im ersten Moment ist meine Reaktion ein Double. Logisch, dass ich dann sehe, dass es zu kennen ist. Aber jetzt um wie viel mehr? Um zu zeigen, was unbewusst überhaupt ist, Weihnachten, das Christkind, Neu-Ostern, das Schönste und das Beste, der Heiland. Und wer hat dann gesagt, sein Blut kam über uns? Und wer hat ihn getötet? Und wer hat ihn nicht anerkannt? Also wird der Jude im gleichen Alter, wo bei mir der Oscar als Absurdität erledigt worden ist, wird der Jude komplett erledigt, bei jedem. Und dann, im Laufe des Lebens, ist es dann möglich, dass er dann wieder auf sich kommt. Und es gehört noch etwas dazu. Wie hat der Verräter geheißen? Judas hat er geheißen. Und wenn er sogar so geheißen hat, hätte man umtaufen, weil das hat mehr geschafft als 100 Bataillone SS. Und dort liegt der Hase im Pfeffer, in dem Sinne, was dem Kind erledigt wird. Und dann versteht man später nicht, was drin ist. Das ist der Hauptgrund, was all das verursacht, was wir heute Abend geredet haben. Ich muss hier leider ganz kurz unterbrechen. Es sind viele Wortmeldungen und ich hoffe, wir können noch sehr viele zu Wort kommen. Ich muss kurz unterbrechen, es ist 11:15 Uhr. Und es gibt Leute, die den Zug
müssen erreichen. Und damit nicht eine unnötige Unruhe entsteht im Studio, würden wir für 30 Sekunden jetzt unterbrechen und würde dann die Schlussdiskussion weiterführen. Damit alle die gehen können. Ganz kurze Bemerkung machen, bevor wir mit der Diskussion weiterfahren. Es ist jetzt rund 13 Minuten vor 11 Uhr. Am 11 Uhr ist die Spotausgabe der Tagesschau vorgesehen. Ich hoffe, dass wir noch möglichst viele Wortmeldungen können in dieser Schlussdiskussion verarbeiten können. Entschuldigung, ich möchte die Frage stellen. Ich meine, warum müssen wir jetzt in 13 Minuten aufhören, wenn es noch so viele Wortmeldungen hat? Also ich finde das nicht richtig. Warum muss das Schweizer Fernsehen immer ein Programm haben, am 11 Uhr muss fertig sein und wir sollen uns anpassen? Das sage ich jetzt nicht als Advocatus des Diabli. Das sage ich ganz privat. Und ich meine, Sie werden doch das können durchsetzen können, ja, dass wir ein bisschen länger reden da. Das weiß ich nicht, aber ich meine, von mir aus, ich bin selbstverständlich damit einverstanden, dass wir noch ein bisschen länger können diskutieren können. Gehört die Regie mich? Können wir noch ein bisschen überziehen, oder ist die Tagesschau fix fixiert? Schweizer Fernsehen wird sich nicht umbelassen, wir überzeugen. Darf ich als Einstieg dieser Diskussion präzise die Frage noch einmal stellen? Hätten die Andorraner sich mit dem André müssen solidarisieren? Und da möchte ich jetzt zuerst fragen, ist ein Herr Rentsch von Walchwil im Publikum? Der Rentsch hat uns einen Brief geschrieben und ich meinte, es wäre uns sehr wichtig, dass wir in der Schlussdiskussion auf diesen Gedanken sprechen können, weil das ja auch im Konzept der Telebühne entspricht, den Gedanken, den Sie in Ihrem Brief formuliert haben. Andorra als Parabel, als Modell. Könnten Sie das vielleicht noch ein bisschen ausführen? Ja, ich wäre eigentlich froh, wenn Sie mir den Brief noch einmal vorlesen könnten. Ich kann mich nämlich nicht genau erinnern, was ich geschrieben habe. Der Gedanke ist klar, ich habe ihn vorher schon ganz kurz zusammengefasst. Sie haben gesagt, man sollte im Grunde genommen wegkommen von hier den Andorraner, hier den Schwarzen, hier den Juden. Sondern dass ja der Max Frisch beim Schreiben von seinem Stück Andorra wahrscheinlich gar nicht primär und nur an Juden denkt. Ja, es war ja so, als das Fernsehen die Telebühne angekündigt hat, habe ich das einseitig auf das Problem Antisemitismus, also auf das Problem des Juden bezogen gefunden. Aber anscheinend ist ja das Thema der Diskussion, wie ich inzwischen gemerkt habe, tatsächlich Antisemitismus. Und darum habe ich mich eigentlich bis jetzt auch nicht gemeldet mit dem Gedanken aus diesem Brief. Ich habe einfach gefunden, das Stück Andorra ist viel mehr ein Modellfall für das Aussenseitertum und für das Problem des Aussenseiter an sich. Und darum wäre es falsch, wenn man einfach nur die ganzen 3 Stunden immer nur vom Antisemitismus würde reden. Und genau das werden wir jetzt eben noch machen in der Schlussdiskussion. Ich möchte schnell noch anhängen. Mir dünkt es, die Frage, die du oder sie gestellt hast, am Schluss jetzt, es hätte sich sollen die Andorraner solidarisieren mit dem André. Die wird natürlich durch heroische Floskeln, wie der Herr in Dunkelblau da vorne, angebracht hat, nicht beantwortet. Ja, das ist einfach nur das ist ein Schlagwort. Nach meiner Ansicht lenkt eigentlich das Schicksal des anderen ab von der eigentlichen problematischen Person. Und das ist der Lehrer und der Andorraner. Und eigentlich sollte man den Gewissenskonflikt der Andorraner noch ein bisschen mehr beleuchten in der Diskussion jetzt. Hätten sich die Andorraner, ich will dann durchaus in Ihrem Sinn
Diskussion nein, ausweiten. Ich will die Frage umkehren. Warum, man sollte sich fragen, ja, warum haben sie sich nicht können solidarisieren? Genau, das ist die Nachfolgefrage, die ich auch will stellen. Hätten sie sich nach ihrer Auffassung müssen, hätten sie die moralische Pflicht, ich brauche jetzt das grosse Wort, sich mit dem anderen zu solidarisieren. Und warum haben sie es in diesem konkreten Fall nicht da? Ist es so, wie der Advokat aus Diaboli gesagt hat, sie haben gar nicht dürfen? Nämlich, sonst hätten sie sich selbst aufgegeben. Bitte. Eins hier auf diesem Polster zu sagen, ja, sie hat es sollte, und ein anderes ist, und da weiss ich persönlich von mir keine Antwort, wie ich mit dem Wort verhalte, mit Gewehr rundherum und bei einem so einem Judenrichter, der hier fies anschaut. Wie ich in der konkreten Situation mich verhalten wird, das wüsste ich also effektiv nicht sagen. Es ist also zwei, das ist also zwei Barstiefel. Sie hätten sich sollte solidarisieren, ja, ja, das ist schnell gesagt, aber im konkreten Fall ist das eigentlich dann gar nicht mehr so klar, ob es denn wirklich geschehen ist. Mit der anderen ist das Opfer von diesen Andoranern, von dieser Mentalität. Und diese Frage, die kann man nicht isolieren auf die Situation, wo der Find im Land ist, sondern dann, man muss das ausweiten auf den ganzen Prozess, der zu diesem Zustand geführt hat. Es müsste also weit vorher etwas passieren. Punkt der Solidarisierung und Einfühlungsvermögen in Minderheiten hinein und dass man in die Haut der anderen schlupft, weit vorher, bevor es heiß wird. Ja. Darf ich mal die Seite wechseln? Ja. Auch nicht unbedingt vom Jod geredet. Er hat aber auch nicht vom Aussenseiter geredet, sondern er hat mich als Schweizer angesprochen. Ich glaube, er hat über die Andoraner, die Schweizer wollen, ein bisschen auf gewisse Probleme und gewisse Eigenarten aufmerksam machen. Und hier und da kommen ganz spezifische Fragen zum Vorschein, die bei uns aktuell sind. Denken Sie an die Schwarzenbach-Abstimmung, wo einige hunderttausend Schweizer manifestiert haben mit dem Stimmzettel, dass sie irgendwie etwas Besseres sind. Und das ist eine Thematik, die wahrscheinlich hier innen noch nicht zum Wort gekommen ist und die ich gerne noch ein bisschen möchte besprochen haben. Bleiben wir jetzt aber gleich noch einen Moment beim Stück. Durchaus im Herr Rentsch seinem Sinn Andorra als Parabel. Und blenden wir zurück, nehmen wir Andorra als Modell, Andorra als Schweiz, der Schwarze als der Deutsche, der André als der Jude. Und blenden wir zurück 40 Jahre. Frage. In der Zeit des Zweiten Weltkriegs, bei der nationalsozialistischen Bedrohung, die Schweiz und die Juden. Herr Häsler, das Boot ist voll. Haben wir uns damals solidarisch verhalten? Oder sind wir damals aus einem legitimen Selbstschutz ein Volk gewesen, das sich unsolidarisch verhalten hat? Ich glaube, es ist falsch, wenn man sagt «mir» und wenn man sagt «Dandoraner». «Dandoraner», ja. Es hat derige und es hat andere gegeben. Es hat Behörden gegeben, die hart waren und die mir meinen, na, der Meinung bin ich immer noch, auch aus einem antisemitischen Untergrund Juden zurückgewiesen haben. Und es hat andere gegeben, und zwar in aller Volksschicht. Ich denke an Nationalrat Öri, ich denke an Max Utzin, an Obrecht und so weiter. Alle die Leute, die sich eingesetzt haben, mit ihrer Gefahr und von doch so weit gebracht haben, auch an die Presse, dass dann im 1942 die Grenzen mindestens temporär wieder haben müssen geöffnet werden. Ich glaube, es ist eine Tradition, trotz allem da lebendig, die nicht nur in der Stunde der Gefahr feige ist, sondern wo man sagt, das ist unsere Pflicht, wie es damals an der Landung gestanden ist, die humanitäre Tradition aufrechtzuerhalten. Ich möchte noch etwas anderes sagen. Es hat andere Länder gegeben, die in einer größeren Gefahr waren, die Holländer, Dänen, die haben mit in der Besetzung massenhaft Juden gerettet. Die Schweiz hätte zweifellos, also wenn wir jetzt Andorra an die Schweiz retten, sagen, wir hätten mehr retten können. Es wäre uns nichts passiert. Leider sind die entsprechenden Leute nicht an den Stellen gewesen, wo sie können. Aber es hat auch, ich möchte wieder an Grüninger erinnern, es hat Leute gegeben, auch, die ihre Amtspflicht verletzt haben, um Menschenleben zu retten. Und darum glaube ich, ist es falsch, wenn man sagt, der Jude, und wenn man sagt, der Andorraner, es hat selige und andere gegeben. Es ist einfach, heute aus der sicheren Distanz von 40 Jahren den Stab zu brechen über die damals politisch Verantwortung getragen haben. Trotzdem will ich die Frage noch mal stellen. Glauben Sie, dass man pauschalisierend, Herr Häsler, ich gebe das zu, pauschalisierend kann sagen, im Nachhinein, die Schweiz hat sich damals den Juden gegenüber solidarisch verhalten? Das ist jetzt sehr heiß, wenn Sie mir die stellen. Ich bin nicht Jude und nicht Schweizer. Ich finde, das Stück ist dermaßen tief gekommen, die Diskussion, dass wir feststellen müssen, Antisemitismus ist keine Schweizer Sache, sondern es ist international. Aber ich muss etwas sagen, ich muss Herrn Stäbler unterstützen.
diejenigen und im Namen all derer, auch unserer Großväter, und das kommt hier zu wenig in der Diskussion, die eben damals die Juden unterstützt haben, die nicht so waren wie die Andorraner und die deshalb nicht mehr hier sitzen können und deshalb sitzen wir, ihre Enkel, da. Im Namen derer muss ich mir strengstens verbieten, dass das ein moralisches Geschwätz ist oder heroisch. Ich weiß nicht, wie ich mich verhalten würde, aber es gab genug Menschen, die eben heroisch waren. Und ich finde, auch das sollte man hier einmal sagen. Ich habe den Mut dazu, das zu sagen. Wie ich mich dann verhalten würde, weiß ich nicht. Ich weiß, dass er sich verhalten hat. Und ich finde, das sollte man sagen, wir sind nicht nur, wie die Andorraner hier, charakterlose, arrogante Charakterlumpen, sondern es gibt auch unter uns Leute, die in der Gefahr dazu stehen. Und das vermisse ich hier in der Diskussion. Ich vermisse unsere Überzeugung, einem anderen Menschen zu helfen, ob der Jude ist oder nicht. Darf ich mal das Wort auf die Seite fragen? Ja, bitte. Ich möchte auf ein ganz komisches Phänomen noch kurz hinweisen. Es ist doch auffallend, wenn wir positiv reden, dann reden wir immer mehr Schweizer. Dann passt es uns, das in einen Topf hineinzutun. Dann tun wir nicht unterscheiden, woher das wir kommen, wie lange das wir schon da sind und so weiter. Und wenn das Negative da ist, dann möchten wir gern unterscheiden, differenzieren und so weiter. Und ich glaube, wir dürfen, wie es der Herr Häsler vorher angetönt hat, ich glaube, wir müssen auch beim Positiven uns einmal selber besinnen, einzeln, individuell, wie würden wir das machen oder wie würden wir da reagieren und dann nicht das einfach ins Kollektiv abschieben. Ja, bitte. Ich hätte lieber als Thema heute Abend gehabt, wir und die anders geartete Mensch, zum Beispiel die Juden. Wir haben in der Diskussion, meiner Meinung nach, der Eindruck schaffen oder der Television, was es gesamt die größte Schweizer in dieser Sache gar nicht fühlt. Ich bin in Haifa vor kurzer Zeit zum Vortrag. Ich habe gesagt, was denkt der Schweizer über Israel oder Juden? Und in dem Saal hat Araber gehabt, und ich habe folgende Interpretation gegeben. Unsere Beziehung zu Israel, zu den Juden, zu den Palästinensern, ist in erster Linie eine menschliche Beziehung. Es ist ein Mensch. Und der Mensch kann sehr verschieden sein. Und ich weiß, dass ein anderer Mensch vielleicht anders handelt und ich vielleicht auch. Aber das Hauptproblem, und das glaube ich heute noch, was der Schweizer fühlt, wir haben Verbarmen mit was vor Gott. Wir wollen mit Menschen zu tun haben und wir gehen zu, dass die Menschen eben anders sind und wir müssen lernen, mit Menschen, die anders sind, im Frieden zu leben. Danke. Darf ich ganz kurz eine Klammerbemerkung auftun? Es gibt Leute, die die Telebühne am Fernsehen nicht verfolgt haben, die jetzt aber eingeschaltet haben, weil sie am 11 Uhr die Tagesschau Sportausgabe schauen. Ich will Sie um Verständnis bitten, dass wir vielleicht in der Grössenordnung um eine Viertelstunde überziehen. Es wäre nett, wenn Sie uns die Viertelstunde noch konzedieren würden. Danke. Ich will aber Ihr Wort aufnehmen, das Sie gerade jetzt gesagt haben. Das Thema ist nicht der Schweizer und der Jude, sondern der Schweizer und der anders geartet in irgendeiner Form oder der Schweizer und irgendwelche Repräsentanten von irgendwelchen Minderheiten. Ich bin fast ein bisschen erstaunt, wenn ich das sagen darf, indem ich ja sehr deutlich gesagt habe, das ist tatsächlich das Thema. Aber die Telebühne versucht ja, das Thema vom Aussenseiter an vier ganz konkreten Schicksale aufzuzeigen. Und ich meinte aber schon, dass wir jetzt am Schluss von der ersten Telebühne die Frage in der ganzen Grundsätzlichkeit eben uns noch stellen sollten, die ja auch beim Herrn Rentsch angeklungen ist, eben Andorra als Modell. Und ich möchte die Frage vielleicht so formulieren. Gibt es in unserem Verhalten gegenüber dem Jod, und ich knüpfe hier wieder an Andorra, Gemeinsamkeiten, wo sich wiederfindet in unserem Verhalten gegenüber anderen Minderheiten. Gegenüber einem Fremdarbeiter, gegenüber einem Zigeuner, gegenüber einem Behinderten. Ich als einleitend habe ich ein paar von diesen Minderheiten aufgezählt. Und hier, glaube ich, müssten wir im Moment jetzt noch stochern und noch bohren. Gibt es hier Gemeinsamkeiten, gibt es hier Parallelen? Und wo sehen Sie die? Ja. Wenn Sie fragen, ob es eine Parallele gibt, dann können Sie das an einem Beispiel sehen, das hier stattgefunden hat. Sie alle haben den jemand gesehen. Die Figur, wo gehunken ist, wo offensichtlich behindert ist. Und die ist völlig untergegangen. Das ist auch eine Art, wie man mit einer Minderheit umgeht. Man negiert sie, man nimmt sie gar nicht wahr. Und ich glaube, in einer Bescheidenheit zu sagen, wir sind nicht so viel als Juden,
Klar, man nimmt uns nicht so wahr. Wir müssen das auch nicht als persönliche Kränkung anschauen, wenn uns die Leute gar nicht recht kennen, wenn sie nicht recht wissen, mit wem sie es zu tun haben. Und da gibt es den Weg, dass man das halt sagt und sagt, ich bin ein Jude, ich mache das so und so. Und dann auch nicht allen muss gefallen wollen. Ja, nur, da gibt es halt ein paar, denen gefalle ich halt nicht. Und mit dem muss ich halt leben. Ich will Sie da nicht Schulmeister, aber es ist nicht der jemand gewesen, sondern es ist der Idiot gewesen, durchaus auch als Behinderter, ein Vertreter von einer Minderheit. Der jemand ist der gewesen, der naserümpfend mit der Brille die Zeitung gelesen hat. Aber darf ich fragen von diesen Gemeinsamkeiten in unserem Verhalten gegenüber Minderheiten? Und ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn wir gegen Schluss von der Diskussion jetzt wirklich uns könnten lösen vom fixierten Bild Schweiz-Jod. Gibt es da Gemeinsamkeiten? Gibt es Parallelen? Wo sehen Sie die? Ich habe einen konkreten Vorschlag, damit das vielleicht noch sinnvoll nachher ausgeht. In den 50er Jahren habe ich einen WK gemacht und habe das erste Mal das Wort gestampfte Jod und Judenginkel gehört. Das erste Mal habe ich das damals gehört. Ich möchte und habe damals Sturm gelaufen, bis der Kommandant das verboten hat. Ich möchte einen Vorschlag machen, dass alle, die hören und zuschauen und noch aktive Wehrmänner sind, dagegen diesen Begriff antreten und nicht lucklup lehnen, bis sie verschwunden sind. Darf ich die Frage anders formulieren? Wie lohnt sich unsere Haltung, und ich tue jetzt es tut mir leid, Herr Häsler, ich muss immer wieder im Grunde noch sehr pauschal sagen, mehr, wobei selbstverständlich ist, es gibt rot und schwarz und weiß und blau und alle Schattierungen dazwischen, aber kann man unser Verhalten gegenüber Minderheiten, gegenüber Randgruppen irgendeiner Weise eingrenzen, skizzieren, bitte? Die Schweiz ist einfach schaurig verklemmt in dieser Beziehung, oder? Und er schließt sich ab gegen Minderheiten. Das ist in der Schweiz auch besonders extrem jetzt. Zum Beispiel Jude jetzt. Da kommt jetzt krass zum Ausdruck. Man sieht, was letztes Jahr passiert ist in Syrien, der Synagoge der Juden. Das ist einfach das verdammte Schweinerei, muss man so sagen, oder? Wir haben uns da abgekapst. Wir können das nicht. Wir können als Schweiz das eigentlich nicht mehr verantworten. Und dann noch sagen, wir können nur mit Minderheiten überhaupt diskutieren, wenn wir so etwas überhaupt noch akzeptieren. Wo sehen Sie Parallelen? Wo? Also ich sehe ein Problem. Wir suchen jetzt krampfhaft nach Sündenböcken. Wir können die suchen, wo wir wollen. Wir können sie auch hier im Studio suchen und können sagen, da hockt er und nachher können wir auf den los. Und ich habe das Gefühl, so kommen wir einfach nicht weiter. Also ich habe mich selber sehr stark angesprochen gefühlt von der Stelle vom Stück, wo der andere sagt, das Böse ist in der Luft. Es ist von uns aus geht es in die Luft und es sucht sich ein Mensch. Sucht sich einen Sündenbock. Irgendwo muss es ja her. Und darum würde ich sagen, wer braucht einen Sündenbock und warum? Ja bitte, darf ich die Frage Ihnen stellen? Ich habe bis heute gar nicht gewusst, dass ich so viel gegen die Jugend habe. Da ist mir ganz neu. Und da muss ich also protestieren. Da wird etwas in Emotionen geschaffen, wo gar nicht bekannt ist. Wenn ich ein Geschäft mache oder etwas mit einem Juden, bin ich genauso misstrauisch wie gegen einen Schweizer. Und ist doch wahr. Und das Stück da, das sehe ich nicht eine Judenfrage oder etwas anderes. Ich bin heute Abend angekommen wegen Kultur. Gut. Und das ist ein psychologisches Problem. Und der Herr dort im braunen Kleid von Stein am Rhein, er hat den Fall gehabt, aber das war eine Zeitfrage, wenn heute ein Kind in die Schule geht, ein Ausländer, dann hat sofort ein, zwei Kinder, die die Patenschaft übernehmen. Damals ist es eine Sache, der Auslandsschweizer ist genau so gegangen wie ihm. Und die mussten Sündenbock spielen für alles, was noch war. Es ist ein psychologisches Problem und kein Judenproblem. Darf ich Sie etwas fragen? Würden Sie denn sagen, es gibt in der Schweiz kein Antisemitismusproblem? Natürlich gibt es. Es gibt gegen Neger, es gibt gegen Italiener, es gibt gegen Zürcher, gegen Basel, gegen Zürcher etc. Wo gibt es das nicht? Und Israel und in der ganzen Welt. Ist gut, danke. Ja. Dann ich werde etwas sagen. Nein, Herr Staub, ich habe den Herrn unter Ihnen das. Herr Blum, ein Problem, das wahrscheinlich der Herr Max Frisch ganz besonders hat will sagen, in dem Stück ist Folgendes. Man darf es überhaupt nicht so wie Kolo, dass man Bajonette einsammeln lässt. Wir in der Schweiz, ich will das jedem Wehrmann sagen,
wir müssen uns verteidigen. Wir dürfen ja niemanden angreifen und wir dürfen die Waffe nicht zu der Hand auslassen und wir dürfen sie überhaupt nicht so weit holen. Ja, bitte. Ja. Mir scheint, der André hat uns auf etwas sehr Wichtiges aufmerksam gemacht, und zwar auf Ihre Frage, wo ist der Jude? Und der André hat festgestellt, dass der Jude in ihm drinnen ist. Und zwar, weil er gemerkt hat, dass er geldgierig ist, dass er verschiedene Strebungen und Vorstellungen hat, die man sagt, die Juden haben. Und ich würde sagen, wenn jeder in sich selber den Jude entdeckt, das heisst, diese abgeschobene, negative, abgespaltene Gefühle, die tut er dann rausprojizieren in seine Umwelt. Dann sind es manchmal die Italiener, dann sind manchmal das die Juden und das sind dann die Sündenbockfunktionen, die dann repräsentiert werden in dieser Umwelt. Und das ist das Gemeinsame, wo ich würde sagen, der Jude in uns allen. Dürfen wir das so verstehen, dass Sie davon ausgehen persönlich, das Entdecken vom Jod in uns selber ist die Voraussetzung, damit wir überhaupt das Vorurteil gegenüber dem Jod können überwinden? Genau. Wenn wir entdecken in uns diesen negativen Anteil, den wir dann normativ als den Jod-Begriff formulieren, dann würden wir auch dem Mitmensch eher begegnen können. Danke. Ich möchte noch eine Seite wechseln und Ihnen das Wort geben. Ja. Danke vielmals. Herr Blum, ich glaube nicht, dass wir eine Gemeinsamkeit finden im Verhalten Schweizer gegenüber jüdischer Minorität und gegenüber anderen Minderheiten. Und die Schuld daran, glaube ich, ist, ich sage das im Sinne von einer kritischen Einstellung zum Judentum, nicht zu einer antisemitischen Einstellung, aber ich glaube, die Schuld daran ist der Jude selber. Ein Italienerkind von der zweiten Generation ist ein Schweizer Kind. Aber ein Judenkind wirkt nie als Schweizer Kind. Und leider tut der Jude ein Volk, das da eben sehr schlecht vertreten ist, wir haben da kopflastige Runden, tut der Jude seine intellektuelle Überlegenheit allzu sehr die anderen fühlen lassen. Und das führt dann zu Ressentiment. Der durchschnittliche Schweizer fühlt sich einem Jude einfach ausgeliefert und unterlegen. Ich persönlich muss sagen, ich komme aus einer antisemitischen Umgebung. Und seit dem Bettagsmandat von 1943, wo man das erste Mal über Auschwitz gehört hat, habe ich jahrzehntelang mich mit dieser Frage befasst. Und ich komme heute zu einer wohlwollend kritischen Situation und Betrachtungsweise. Aber man darf nicht ganz vergessen, dass die vielen Medienproduktionen vom letzten halben Jahr zur Judenfrage bald kontraproduktiv wirken. Ich muss Ihnen natürlich jetzt doch entgegnen, wenn Sie gestatten. Es ist schade, ich bedauere das. Mit dieser Äußerung, die Sie jetzt gemacht haben, hätten Sie im Grunde natürlich zu einem früheren Zeitpunkt unserer Diskussion müssen kommen. Es ist schade. Aber darf ich gleich dazu noch Ihnen ein Wort geben? Darf ich dem Herrn Danke sagen für seine offene Äußerung? Denn sie entspricht zweifellos einem gewissen Teil vom, ich will nicht sagen Volksempfinden, aber von vielen Leuten. Warum? Weil sie die Juden nicht kennen. Ich würde eine Wett machen, 10-1, geldgierig, ich würde die 10 gewinnen, dass sie nicht in der Lage wären, von den Damen und Herren, die da ringsum sitzen, die Käppli-Träger ausgenommen, die das Abzeichen haben, aber zu identifizieren, wer ein Jude ist und wer nicht. Wenn Sie in eine Schulklasse gehen, bei uns in Zürich, würde ich darauf wetten, Sie können nicht feststellen, wer ein Judenkind, wer nicht. Sie können aber für Ihre Einstellung nichts dafür, weil ich restlos überzeugt bin dafür. Sie haben keinen engen Kontakt mit Juden, Sie kennen Juden nicht und Sie kennen Judentum nicht. Und das führt mich dann zu einem Letzten, der im Luftraum hängen geblieben ist, das Assimilieren. Man hat schon gesagt, Sie haben die Frage gestellt, Herr Blum, wollt ihr euch nicht assimilieren? Der Herr Detenne hat gesagt, nicht assimilieren, aber integrieren. Aber es wird bestimmt niemand uns Juden übel nehmen. Und ich darf an dieser Stelle sagen, ich bin ein orthodoxer Jude, mit ziemlich allem, was dazugehört. Ob man mir es außer der Nase ansieht, weiß ich nicht. Aber immerhin, wer würde verlangen, jetzt zufällig von der jüdischen Minderheit, dass sie ihre Religion und ihre Gebräuche aufgibt, dass sie ihre Synagoge aufgibt und vielleicht mal in die Kirche geht? Das will doch niemand. Wer würde von den Italienern verlangen, Assimilation, dass sie in der Familie die italienische Muttersprache aufgeben? Wir sind stolz, Schweizer zu sein. Wir freuen uns, dass wir da sind. Aber wir wollen unsere jüdische Eigenart behalten. Und ich glaube, alle, wo der Schweizer Politik, in der Wirtschaft und auch in den Hochschulen, die mit Erziehung zu tun haben, würden es, so hoffe ich zumindest, sicher nicht gern sehen,
wenn die jüdische Minderheit in der Schweiz sich würde in dem Sinn assimilieren, dass sie genau ist wie jeder andere links und rechts. Herr Huber. Wir hatten grosse Hemmungen, hier etwas zu sagen, weil ich einer noch winzigeren Minderheit angehöre, wenigstens was die Schweizer unter uns betrifft, nämlich der muslimischen Minderheit. Ich bin Moslem. Und schaut, was wir hier gesehen haben in Andorra und was wir jetzt sehr lange darüber diskutieren und was auch der Spielverderber, der Advocatus Diaboli, ständig eingeworfen hat, das sind Vorurteile, die man gegenüber allen Gruppen findet. Und ihr werdet, wenn ihr mit einem israelischen Araber redet, wird euch der ganz ähnliche Vorurteil, zum Teil ganz in guten Treue praktiziert, von der jüdischen Mehrheit im Land Israel berichten. Ich möchte als Moslem euch auf etwas hinweisen, das mir wichtig scheint, weil man sie einfach zu wenig sieht und zu wenig kennt. Schaut, wir haben seit 1400 Jahren gegenüber dem Judentum einen ganz grossen zentralen Vorbehalt. Und der trifft absolut die Lebungen des jüdischen Glaubensguts. Und ich will hier keinen gläubigen Jod beleidigen, wenn ich das sage. Wir lernen die Vorstellung von einem auserwählten Volk, von einer ganz besonderen Beziehung zu Gott, von einem Heilsplan, lernen wir ab. Und auch die Idee von einem verheißenen Land, das tun wir aufgrund des Koran, genau wie wir gegenüber den Christen nicht glauben, dass Jesus Gottes Sohn ist. Wir sind der Meinung, dass die christliche zentrale Aussage vom christlichen Glauben letztlich im Abendland der Atheismus und der Materialismus ausgelöst hat und einen extremen Kult vom Rationalismus und Trennung von Glauben und Wissen, von Religion, Wissenschaft, von Religion und Vernunft. Und wir machen den Vorwurf auch dem Judentum in Bezug auf die zentrale Lehre. Wir glauben zum Beispiel, dass in den Doktrinen vom Marxismus, aber auch vom Nationalsozialismus, die Lehre vom auserwählten Volk wieder herumkommt. Beim Hitler ist es sein Darier, der eine Mission hat, einen Heilsplan, ein verheißenes Reich. Und bei den Marxisten ist es das Proletariat. Darf und ich das ist, was ich sagen wollte. Für uns ist der ganze Fragenkomplex, wir schauen von einer rein religiösen Richtung an und wir haben das Gefühl, das jüdische Volk wird, genau wie die Christenheit, werden noch in grosse Schwierigkeiten hineinkommen, je mehr die dritte Welt die anderen Glaubensinhalte verpflichtet ist. Ich muss einen Punkt machen, so leid es mir tut, es sind sehr viele, sehr komplexe Fragestellungen hier jetzt aufgeworfen worden. Ich möchte aber der Fairness halber zu dem Votum von Herrn Huber, einem Vertreter der jüdischen Minderheit, noch das Wort geben und noch, dann müssen wir aber, Sie werden Verständnis haben dafür, zum Schluss kommen. Herr Feigl, darf ich Ihnen zu einem kurzen Votum das Wort geben? Herr Huber. Ja. Ja, ich verzichte, bitte. Ja. Nein, bitte, Herr Feigl, und dann tue ich Ihnen noch, Ich möchte ganz kurz sagen, ich möchte mich nicht auf religiöse Diskussionen einlassen. Die Religionen, unter anderem auch der Islam, haben der Weltgeschichte schon genug übel angetan. Alle. In ihren Zeiten, wenn wir es mal sagen. Und ich bedauere heute Abend etwas. Wir sind sehr stark vom eigentlichen Thema weggekommen, haben gesagt, was man falsch gemacht hat in der Vergangenheit und warum das so gekommen ist, das gehört dazu. Aber ich stelle jetzt eine Frage im Sinn von Andorra. Sind wir heute, die hier sind, überzeugt, wenn es heisst, wir liefern eine Minderheit, ihr müsst die und die Minderheit, die Juden oder andere, ausliefern oder ihr kommt morgen kein Öl mehr über? Was würdet ihr machen? Wären wir alles Helden oder nicht? Dort müssten wir nämlich anfangen zu denken, ob wir unser Demokratieverständnis so weit haben, dass wir wissen, dass politische Erpressungen, politischer Druck immer in den Anfängen muss abgewehrt werden. Dort liegt es nämlich. Nicht erst, wenn sie schon da sind, sagen, oh je, und nachher sagen, die haben es falsch gemacht. Ich glaube, über das müssten wir reden, ob unsere Mentalreserven, ob wir gescheit genug sind, unsere Haut von den anderen, das hat jemand gesagt, reindenken zu können, dass wir wissen, entweder wir wehren uns für den auch, dann wehren wir uns nämlich für uns selber, oder wir wehren uns auch für uns selber. Darf ich die Seite wechseln, wie versprochen? Ich möchte zurückkommen auf das Votum von Herrn Bloch, von Schaffhausen, ein Landsmann von mir. Und er hat die Feststellung gemacht, wir kennen viel zu wenig die jüdische Religion und überhaupt die Entstehung vom Judentum. Und ich glaube, wenn wir das gemacht hätten und dort eingegangen wären, hätten wir viele Diskussionen können uns ersparen. Der Herr hat vom Auserwähltheitsglauben
geredet und ich bin der Meinung, dass wir da vielleicht gerade auch in die Diskussion bringen im Zusammenhang mit der Geschichte vom Judentum. In der Bibel, im Alten Testament, wo Juden und Christen gemeinsam haben, hat Gott einen Mann, den Abraham, ausgezogen und hat aus ihm ein Volk gemacht und ein auserwähltes Volk. Aber nicht im Sinn von einer Machtposition, nicht im Sinn, dass man irgendwie eine Vormachtstellung hätte sollen aufziehen, sondern im Sinn, dass das Judenvolk hätte sollen ein Beispiel sein. Wie geht es in einem Volk, wo Gott als Führer hat oder nicht? Und die Situation ist ja dann, das kennen wir aus der biblischen Geschichte, ist gegangen beim Judenvolk, wie nachher auch bei vielen anderen Völkern, von Roma bis, hoffen wir nicht bei der Schweiz, dass die Völker Gott untreu geworden sind. Sie sind zerstreut worden, wie es die Bibel ja auch in der Prophetie schon vorher berufen hat. Darf ich Sie bitte zum Schluss? Ganz kurz. Und wir müssen da noch ein Votum oder ein Zitat vom Solzhenitsyn anführen. Wie ist es rausgekommen? Vom Offenbarungsglauben abgefallen sind Juden und Christen. Es ist über die Aufklärung zu einer materialistischen Weltanschauung gekommen. Es ist zum Kommunismus gekommen. Es ist zum Archipel Gulag gekommen. Es ist zum Konzentrationslager Nazi gekommen. Und dort liegt das Problem. Und wenn wir wieder zurückgehen zu Gott, dann können wir uns viel Diskussion ersparen. Können Sie sich kurz fassen? Ja. Gut. Ja. Es geht nur um das Integrieren von vorher. Ja, nur wollte sagen, dass ich glaube nicht, dass unsere Gesellschaft, wie wir kennen, mit Wegwerf-Ehepartner zum Beispiel und Wegwerf-Eltern, wie viele auch haben, oder sobald sie aufgewachsen sind, verlassen sie daheim und die Eltern sehen die Kinder nicht mehr. Das ist komplett das Gegenteil von was ich als jüdischer Glaube kenne. Ich bin selber nicht Jüdin, aber ich kenne ziemlich viele Juden und ich habe einfach das Gefühl, dass der Familiensinn und der Sinn vom Ehre, also vom Ehepartner Ehre und Ehre und eben, dass das einfach nicht passt in unsere Gesellschaft. Und nur noch etwas ganz, ganz schnell, letzter Satz. Die Juden haben nie Leute produziert wie Lenin, wie Stalin, wie Hitler, wie Rasputin. Und alle diese bösen Leute, und das ist aber für mich eine unheimlich positive Sache für den Judentum. Die haben nie etwas Böses produziert. Das wollte ich sagen. Ja. Nein, ich glaube, viele Wortmeldungen. Gut, also eins, das allerletzte Votum, der Herr im Bart ganz oben. Nein, ich glaube, ich muss noch auf das Votum vom Herrn Feigl, wenn ich richtig verstanden habe, doch noch antworten. Ich finde es sehr unfair, was er gemacht hat. Als er gesehen hat, es ist Schluss, noch die ganze Diskussion von jetzt oben, wo wir nie aufs Problem Zionismus gekommen sind, die Leute aufzuriefen, politisch Andorra mit dem Staat Israel zu vergleichen. Das hat nichts miteinander zu tun. Wenn wir über Zionismus und Israel reden, dann müssen wir effektiv über Rassismus anreden. Das will ich also noch sagen. Und ich habe einen ziemlich unfairen Zug gefunden, am Schluss, wo man die Frage ausklammert hat, noch darauf zurückzukommen. Gut, meine Damen und Herren, ich bin gar nicht unglücklich, dass die Diskussion hier nicht in einer Scheinharmonie endet. Es gibt verschiedene Wortmeldungen und ich weiss, wir könnten noch lange weiter diskutieren. Aber ich glaube auch, aus Rücksicht auf Zuschauer daheim, sollten wir jetzt am 20.12. doch zu einem Schluss kommen. Ich bitte Sie um Verständnis dafür. Ich will Ihnen aber ausdrücklich sagen, dass das Radio versucht, die Diskussion, die wir jetzt angefangen haben, heute, über den Aussenseiter, über den Jod als Aussenseiter, am Beispiel vom Stück Andorra von Max Frisch, weiterzuführen. Die Nachfolgesendung findet statt am nächsten Samstag, Radio DRS im ersten Programm am 7:30 Uhr. Und ich will Sie bitten, sich unbedingt voranzumelden, wenn Sie an dem Gespräch teilnehmen wollen. Das Radio sucht Leute, die ihre Gefühle, ihre Haltungen, ihre Erfahrungen zu dem Problemkreis Schweizer Juden, ich sage es jetzt noch einmal, aber eben auch Schweizer Minderheiten zum Ausdruck bringen. Und ich werde Sie aufmuntern und herzlich einladen, an dieser Diskussion oder an dem weiterführenden Gespräch teilzunehmen. Wir sind heute am Ende der ersten Telebühne. Die nächste Telebühne findet statt, oder könnt ihr sehen und miterleben, mitdenken, mitdiskutieren, am 2. April. Sie sehen dann das Stück von Gerold Späth, Jagdszenen in einer Mundartfassung
von Gerold Späth. Und wenn ich nochmal darf sagen, das Anliegen von der Telebühne 80 ist ja in all vier Telebühnen die Aussenseiterproblematik an einem ganz konkreten Fall aufzuhängen, in Anführungszeichen gesprochen. Wenn wir heute den Jod als Aussenseiter im Zentrum der Diskussion hatten, wird es am 2. April der sein, der sich in seinem Sexualverhalten von der sogenannten Norm wegbegibt. Und ich werde Sie an dieser Stelle einladen, wie wir das schon gemacht haben, für die heutige Sendung. Schreiben Sie im Fernsehen, wenn Sie zu dem Problem etwas Pointiertes zu sagen haben. Schreiben Sie im Fernsehen zur Fragestellung, was heisst für Sie abnormes Sexualverhalten? Ich wette an dieser Stelle Ihnen danken fürs Ausharren, für die Präsenz in dieser ersten Telebühne. Wir haben versucht, eine sehr grundsätzliche Problematik, wenigstens andeutungsweise ein bisschen zu diskutieren. Wir wollten irritieren, wir wollten verunsichern. Wenn uns das wenigstens teilweise gelungen ist, dann freut uns das. Und ich möchte Ihnen, liebe Zuschauer, hier im Studio und daheim, im Namen von allen, die den Abend mitgetragen haben, in dem Sinn keine gute Nacht wünschen. Danke.